Einen wunderschönen guten Abend, herzlich willkommen hier bei SimSports TV bei der GTR For You Berg Challenge zum 12. Lauf und wir sind unterwegs in Italien, in Coppa Carotti, was mich ein bisschen an Lotti Carotti erinnert, das Spiel von Ravensburger. Und ja, bei mir ist wie immer die Fachkompetenz in Person. Der Tom, guten Abend. Zahlreich zuschauen. Jawohl, wir sind in Italien. Das Rennen heißt Coppa Carotti, angelehnt an einen berühmten italienischen Bergrennfahrer, den Bruno Carotti. Und wir sind, oder das Rennen heißt eigentlich auch noch Crono Scalata Rieti Terminillo. Also wir starten quasi in Rieti und fahren hinauf zum Ort Terminillo. Ja, und das Ganze heute mit einem Fahrzeug, das sich schimpft Osella PA20 und man sieht es ja schon auch im Thumbnail, also in eurem Plakat, wird betrieben von einem BMW-Motor. Aber da kannst du wahrscheinlich auch wieder ein bisschen mehr zu erzählen. Genau, Osella ist wie viele die diese Auto bauen, eigentlich nur ein Chassishersteller. Das heißt, der Motor ist dann eigentlich immer von dem Fremdaggregat. In dem Fall ist ein 3-Liter BMW-Motor. Wir reden hier ungefähr von einer Leistung von circa, was haben wir, was ist angegeben, 545, 550 PS beim Gewicht vom Auto von 675 Kilogramm. Also da ist ordentlich was dahinter. So, jetzt hat mich gerade einer angestupst. Jetzt muss ich mal runterschauen zu den Jungs. Ich komme gleich wieder. Gerne. Ja, wir haben auch heute eine wirklich sehr, sehr lange Strecke. Also 20 Kilometer oder gut 20 Kilometer sind es, so wie ich das noch in Erinnerung habe aus unserem letzten Gespräch, beim letzten Lauf. User left your channel. Da ist wirklich ordentlich was zu tun. Deswegen auch heute die Besonderheit, sind drei Fahrzeuge gleichzeitig unterwegs. Also soll heißen, es wird zeitversetzt losgefahren. Allerdings ja mit drei Fahrern gleichzeitig, die auf der Strecke dann unterwegs sind. So, währenddessen habe ich gerade mal geguckt, weil ich habe mir jetzt eigentlich auch User joined your channel. den Bot für den Chat auf YouTube eingerichtet, funktioniert aber nicht. Also muss ich da noch mal gucken. Ja, ich habe es gerade schon angesprochen. Wir haben ja heute eine sehr, sehr lange Strecke. Genau, wir haben heute die längste Strecke in unserem Programm mit 15 Kilometer, auch eins der längsten wirklich in Europa. Das längste ist auch in Italien und kennen viele Assetto Corsa-Fahrer sicherlich. Das wäre Trento Pordenone. Ja, aber wie gesagt, Rieti Terminillo ist mit 15 Kilometer auch ein sehr langes, aber im Gegensatz zu Trento Pordenone ein extrem schnelles Rennen. Ja, da bin ich auf jeden Fall mal gespannt. Ein paar Minütchen haben wir noch, dann geht es gleich los. In welchem Zeitabstand ungefähr fahren wir denn dann jetzt gleich los? Weil du hast ja gesagt, drei, oder ich habe es angesprochen, drei Fahrzeuge maximal gleichzeitig. Wie groß sind da die Abstände gewählt? Genau, also wir starten so, es bleibt jedem so selber überlassen, wie er dann zum Start rollt, zwischen 1,5 und 2 Minuten, sodass wir maximal drei Fahrzeuge auf der Strecke haben, bei einer Fahrzeit von, na, ich sage jetzt mal, um die 5 Minuten 40 und teilweise ein bisschen schneller, was man im Training so gesehen hat, wollen wir jetzt mal noch nicht zu viel verraten, aber sowas um den Dreh wird es liegen, das heißt, wir haben dann drei Fahrzeuge maximal auf der Strecke. Ja, wie gesagt, was man im Training auch gesehen hat, jetzt schon sehr drauf. Ich glaube, wir haben heute einen ernstzunehmenden Konkurrenten für unseren Sebastian Deck, der jetzt bis jetzt eigentlich alle Rennen souverän gewonnen hat. Ich glaube und ich hoffe mal, also nicht, dass ich es ihm nicht gönne, aber ich hoffe mal für uns und für die Spannung, dass er heute da wirklich drum kämpfen muss. Und ja, wird spannend auf jeden Fall. Ja, vor allem auch bei der Länge der Strecke wird es sicherlich eine andere Situation, wie wir es sonst haben. Jetzt sehe ich gerade, dass der Toni, ich weiß jetzt nicht, also ich glaube ja, wir sind ja offiziell jetzt schon gestartet, oder hast du die Session Nein, noch nicht? ich Nein. schaue, ich schaue jetzt gerade Okay. noch mal durch, ob jemand unterwegs ist. Nein, dann werde ich jetzt die Session starten.
So, und sobald, das ist quasi das Signal, dass es dann, er mag mich gerade nicht. Ich probiere es nochmal. Ja, so ist das manchmal, ne? Also, da muss man auch gut zureden, ne? Ja, ja. Okay, ja, auf jeden Fall interessante Fahrzeuge heute. Ich habe schon mal so ein bisschen gerade ja quasi die Trainingssession noch beobachtet. Also die sind wirklich auch sehr, sehr schnell unterwegs und die Streckenlänge, das ist sicherlich auch genauso wie beim letzten Mal nicht ganz so einfach, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Nee, aber ja, ich kann jetzt gar nicht viel dazu sagen, weil er ärgert mich. Er nimmt gerade meinen Befehl nicht an. Ja. Moment, entweder bin ich jetzt... Okay, Entschuldigung, vor lauter Aufregung war der falsche Befehl. Gut, das darf auch mal passieren. Jetzt haben wir es geschafft. So, also jetzt kann es losgehen. Ja, wie gesagt, klar, die Strecke, die fordert natürlich einiges ab. A, die Länge und B, die Geschwindigkeiten, die hier gefahren werden. Wenn man jetzt vielleicht einfach mal davon von der Realität ausgeht, wir fahren, also der Streckenrekord liegt aktuell für diese Streckenvariante, muss man dazu sagen, weil die Strecke hat sich auch immer wieder ein bisschen verändert. Durch zugekommene Schikane, dann ist sie teilweise etwas später gestartet, etwas früher. Aber mit diesen 15 Kilometer haben wir einen Streckenrekord von 5 Minuten 21 in Real, das heißt eine Durchschnittsgeschwindigkeit von über 168 und das auf einer Passstraße. Also enorm. Ja, da muss man auf jeden Fall auch ein bisschen Mut mitbringen, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Und den berühmten Nagel im Helm haben, weil sonst, glaube ich, funktioniert das Ganze nicht. Ja, das denke ich auch. Ja, Sebastian Deck, der ist schon unterwegs und gleich, also dann nicht wundern, wir werden zwischen den Fahrzeugen hin und her schalten, weil wir haben halt heute die Möglichkeit, mal ja ein bisschen parallel zu beobachten. Allerdings kann man dann natürlich nicht ganz so viel daraus ziehen, sondern erst die ja tatsächlichen Unterschiede dann feststellen, wenn die Fahrer halt oben angekommen sind und die Zeit dann oben steht. Genau, ich werde auf jeden Fall immer den ersten beobachten, weil ich ja die Zeit nehmen muss. Das heißt, ich kann dann teilweise vielleicht, wenn irgendwas passiert, auch mal zwischendurch Radio machen, wenn du nicht auf dem Auto bist. Aber das wird sich zeigen, wie wir das jetzt dann machen. Ist halt in echt auch so, dass wirklich teilweise auch mehrere Autos auf der Strecke unterwegs sind. Und hier geht's, oder hier machen wir es halt genauso, weil sonst hätten wir immer einen Zeitabstand von so quasi 6 Minuten zwischen den Fahrern und es wäre dann relativ lange. Ja, bis wir ja und so haltet ihr das ja auch im Rahmen, dass es sich ungefähr von der Länge her genauso wie die anderen Veranstaltungen hält. Genau. Ja, Sebastian ist unterwegs. Also für mich persönlich jetzt sehr, sehr schwer zu sagen, wie viel er noch vor sich hat und so, weil ich bin halt, ja, du musst halt selber gefahren sein, um das sagen zu können. Ja. Also er kommt jetzt gleich zur ersten Schikane. Die ist ungefähr auf einem Drittel der Strecke, kann man so circa sagen. Ja, ja, hier so, sehen wir das erste, auch. Genau, die erste Schikane. Die gibt es auch schon immer. Und die zweite Schikane, zu der wir dann kommen, die gibt es dann erst seit 2013. Und der Grund dafür ist, die Strecke dann auch leider berühmt geworden. Denn hier verunglückte ja mit Georg Blaser einer unserer bekanntesten und schnellsten Bergrennfahrer Deutschlands. Und da hat man dann vor dem Unfallort die zweite Schikane dazu gebaut. Ja, was sicherlich dann auch nach einem solchen Unfall die richtige Entscheidung gewesen ist. Ja, genauso wie in der Formel 1 ja auch, dass man sich halt dann irgendwann dazu entschieden hat, dieses Halo an die Fahrzeuge anzubringen, nachdem halt etwas passiert ist. Ja, das ist ja immer, es muss erst was passieren, bevor eine Änderung kommt. Ja, oft ist es halt so und naja, man kann es jetzt leider nicht mehr ändern. Ob es jetzt
unbedingt dann im Endeffekt was bringt, weil es kann auf dieser Strecke, ich glaube, an jeder Stelle relativ schwerer Unfall, der muss ja nicht, Gott sei Dank, nicht immer tödlich ausgehen, aber ich denke mal, sonst müssen wir diese ganze Strecke mit Schikanen spicken und das kann ja dann auch nicht mehr Sinn und Zweck vom Rennsport sein. Aber ja, ich verstehe es, dass man es gemacht hat und jetzt hat die Strecke halt einfach zwei Schikanen. Ja. Ja, währenddessen, ja, zwei Schikanen, zwei Fahrer, jetzt ist auch Thomas Schacht unterwegs, ja, mit einem Zeitabstand also. Also die könnten sich theoretisch in die Quere kommen, wenn da einer lange, sehr, sehr lange steht, das kann durchaus passieren dann, aber davon gehen wir jetzt mal nicht aus. Oh, der Thomas Schacht, der lotet da mal so ein bisschen die Berge aus und nutzt das Ganze so leicht als Steilkurve, also... Das hat auf jeden Fall etwas Zeit gekostet. Und ja, apropos Zeit, die Gesamtzeit habe ich ja schon gesehen, auf 400 Sekunden dementsprechend auch hochgedreht. Genau, und die ist jetzt, nachdem ich, also wirklich sehr, sehr überrascht, vor allem nach diesen Zeiten, die ich im Training gesehen habe, ist die fast zu hoch gewählt. Aber egal, jetzt kann man sie nicht mehr ändern. Die lassen wir dann auch da. Also wirklich, also die Jungs haben mich wirklich überrascht, muss ich sagen. Also ich hätte mit einer, irgendwie so... Nachdem ich gefahren bin, irgendwie so 6,45 und vielleicht noch ein bisschen als Überflieger so 6,42 gerechnet. Aber war dann wirklich schockiert, als ich die Bestzeit gesehen habe. Ich will es jetzt gar nicht vorausnehmen, nimmt ein bisschen die Spannung raus, darum warten wir mal ab, was kommt. So, jetzt ist der Sebastian im Ort Terminillo. Das heißt, der nähert sich jetzt dem Ziel. Ja, wir haben ihn auch hier im Bild, also ja, scheint der Weg wohl nicht mehr ganz so weit zu sein. Da bin ich gleich mal gespannt, wo die Uhr stehen bleibt. So, jetzt ist es noch eine Rechtskurve. Und dann haben wir die erste Zeit. 5:32. Also, ja, setzt da jetzt die erste Zeit. Ja, ist jetzt noch nicht unbedingt aussagekräftig, ja, vielleicht ist er noch nicht ganz... am Limit gefahren. Vielleicht war er auch selber ja nicht zufrieden mit seinem Lauf. Das wird sich dann ja gleich erst zeigen, wenn er dann irgendwann oder auch die Konkurrenz die Zeiten hingelegt hat. Zumindest die Konkurrenz, die dann auch dementsprechend auf Augenhöhe mit Sebastian Deck sind. Also ich sage jetzt mal, die Zeit ist brutal schnell. Okay, gut. Darauf verlasse ich mich jetzt einfach mal. Ich weiß nicht, ob es noch schneller geht, aber für den ersten Lauf, wow. Ja, und das unter erschwerten Bedingungen bei den Temperaturen, die wir wieder haben, ne? Also das muss man dann auch erstmal schaffen. Ja. Ja, jetzt haben wir den Thomas. Verfolge ich jetzt so gerade. Er ist jetzt bei der zweiten Schikane, also kurz vor der Unfallstelle vom Geo Plaza. Ja, und Danny Hein mittlerweile auch unterwegs. Das heißt, ja, es waren nicht, also zu einem Zeitpunkt, ja, drei Autos gleichzeitig. Aber klar, das verschiebt sich so ein bisschen. Aber würden wir das halt nicht so machen, dann kann man sich ja ausrechnen. Jeder braucht so 5,5 bis 6 Minuten und dann warten die anderen, dann darf der Nächste und dann darfst du wieder... 6 Minuten warten und dann würden wir, glaube ich, morgen noch hier sitzen. Deswegen ist ja. Das so wirklich eine gute Lösung. Genau, und es wäre ja auch für die Fahrer dann einfach zu lang, da jedem 6 Minuten zuzuschauen. Es sind ja nur nicht 6 Minuten, sondern es sind ja so oft 6 Minuten, wie viele andere Fahrer da sind. Also da würde jetzt einer mal locker eine halbe Stunde nicht ins Lenkrad greifen dürfen. Das wäre dann zu lang einfach. Ja. Das stimmt auf jeden Fall. Ja, auch unterwegs... ist Patrick Schwanz und wenn ich das richtig im Hinterkopf habe, müsste der Thomas Schacht ja gleich oben angekommen sein. Genau, der Thomas ist bereits im Ort Terminillo, das heißt auch er nähert sich jetzt dem Ziel, hat jetzt die letzte Enge links, dann geht es nochmal 2-3 Gänge hochschalten, die schnellen links und jetzt die Enge rechts ins Ziel, das heißt auch hier haben wir gleich die weite Zeit. Und nach dem Fehler, den er unten gemacht hat, ist eine 5:41 auch
Ja, sehr, sehr beachtlich. Also er hat einen kompletten Quersteher drin gehabt, musste rangieren unten. Also, Hut ab. Ja, das auf jeden Fall. Also der hat ja auch einen groben Fehler drin gehabt, ist eine ganze Zeit gestanden und trotzdem, ja, nicht mal 10 Sekunden hinter Sebastian Deck. Also der hatte auch, glaube ich, einen ganz guten Lauf. Also wenn der Fehler nicht gewesen wäre, dann hätte er sich selber wahrscheinlich schon mal gedacht, oh, ist ein sehr guter Anfang. Genau, und das sind dann, glaube ich, auch unsere zwei Kandidaten, die heute um den Sieg kämpfen. Und der Thomas hat es vorhin auch im TS schon gesagt, im Training, ja, also so eine Schmach quasi wie letztes Mal möchte er sich nicht geben, und er hat jetzt dieses Mal dann doch fast jeden Abend ein bisschen trainiert. Also, und ja, das macht sich auf jeden Fall bezahlt hier. Ja, hat sich anscheinend gelohnt. Genau. Ich bin auch mal gespannt bei Arndt Oberath. Gerade auch nach dem ja, letzten nach der letzten Station. Da kam Oh, er ja Dennis mit. hat gerade einen Einschlag, habe ich gerade gesehen. Wir sind ja auf einem anderen Auto. Also der Dennis gerade kurz mal die Leitbahn berührt. Sorry. Kein Thema. Ja, der ja beim letzten Mal wohl mit den Formelautos nicht so gut zurechtgekommen ist. Jetzt bin ich mal gespannt, wie es bei ihm heute aussieht, weil der ist ja auch eigentlich ein Kandidat ja, für die vorderen Plätze. Ja, wäre natürlich super, wenn der Arndt auch hier jetzt mal wieder zu seiner gewohnten Form oder die Form, wo wir von ihm gewohnt sind, zurückfindet. Ja. Wäre schön, wenn wir einen Dreikampf, gerne auch 4-5-Kampf um den Sieg hätten. Ganz klar, gar kein Thema. Ja, und wie wir schon des Öfteren angesprochen haben, ja, können alle Fahrer quasi oder alle Leute, die Interesse haben, teilnehmen an dieser Meisterschaft, an dieser Berg-Challenge, weil das Ganze auch, und das haben wir jetzt schon wirklich oft genug gesagt, nicht unter Verpflichtung und sonstigen steht, sondern einfach mit, bin ich dabei oder bin ich nicht dabei. Und das ist ja auch eigentlich das Interessante daran, neben der Tatsache, dass wir halt mal hier keinen Rundkurs fahren und auch extrem viele verschiedene Autos fahren, wo die meisten wahrscheinlich nicht mal wussten, dass die überhaupt existieren. Ja, genau, das war das Ziel eigentlich, mal was anderes zu machen. Jetzt warten wir ganz kurz. Der Danny kommt gerade über die Ziellinie. Da haben wir die dritte Zeit mit einer 5, 56. Ja, genau. Nochmal auf den Auftragsmodus. Also, wir fahren die verschiedensten Rennen, und jedes Rennen im Prinzip wie ein Cup, aber jedes Rennen mit einem anderen Auto. Und ansonsten einfach anmelden, geht ganz zwanglos bei uns. Man muss sich ja auch nicht für die komplette Serie anmelden, reicht immer für das nächste Rennen. Da wäre es halt gut, wenn man sich anmeldet, dass wir auch wissen, wen wir dann hier zu erwarten haben, auch wegen der Startreihenfolge. Bisschen schade finde ich es jetzt, dass unser Zuschauer vom letzten Mal, was, Marc? Ja, der Marc Terenzi war es. Ja, Terenzi, der wollte ja eigentlich jetzt heute mitfahren. Bisschen schade, dass er nicht da ist. Ich hoffe mal nicht, dass ihn der Mut verlassen hat bei der Strecke. Ja, ist natürlich sicherlich ein schwerer Einstieg in der Strecke, aber wie gesagt, ja, hätte trotzdem klappen können. Ja, ich glaube, der hat im Moment extrem viel unter der Woche vor sich. Deswegen ist er auch am vergangenen Samstag in der Formel-4-Meisterschaft, wo er gemeldet ist, nicht mitgefahren, was auch sehr schade gewesen ist. Ich glaube, bei Patrick Schwanz haben wir gerade einen Fehler gehabt. Zumindest als ich auf das Ja. Auto gewechselt bin, hatten wir da sehr viel Rauchentwicklung. Das Der konnte man noch Patrick, sehen, also gehe ich genau. mal davon aus. Patrick hat die Enge links nach der Unfallstelle etwas unterschätzt auch, und da rutscht man relativ weit raus und ist auch außen, bevor dann die Leitplanke gekommen, wie nur so ein Schotterplatz, so ein kleiner. Deswegen hat es auch ein bisschen arg gestaubt. Also da ist er ein bisschen rausgerutscht. Ja, das bei der Länge der Strecke, also wirklich, da muss man auch ähnlich halt wie auf der Nordschleife auch, sich gut merken, wo es lang geht. Ja, richtig. Und vor allem gibt es hier wirklich Kurvenkombinationen, die sehr, sehr ähnlich ausschauen und aber ganz dann doch ganz unterschiedlich zu fahren sind. Also ein S geht voll zum Beispiel, und das nächste, wo zwar beim Anfahren genauso aussieht, wird aber dann hinten raus so eng, dass man da dann doch viel, viel stärker bremsen muss. Und was auf der Strecke eigentlich genauso wichtig ist wie die Streckenkenntnis, wo ich weiß, geht es links oder rechts.
sind die Bodenwellen. Da kommen wir vielleicht gleich nochmal drauf zu sprechen. Jetzt haben wir die Zeit vom Patrick. 5:57:028. Ja, auf jeden Fall, außer jetzt natürlich die Zeiten bei Sebastian Deck und Thomas Schacht, sehr, sehr eng bis jetzt. Mal gucken, wo sich dann Arndt Oberath, der Toni und Thomas Schmidt... Nein, ich fahre heute nicht mit. Du fährst ja, stimmt. Du fährst ja gar nicht. Ach stimmt, der Danny, der war gerade kurz weg, genau, der ist dazwischen noch bei der auf der 3 mit der 5:56, der ist gerade nämlich wieder zurückgekommen auf dem Server. Es ist ja doch schon ziemlich eng. Also das kann man sagen. Mal gucken, wie sich die anderen gleich einfügen werden. Ja, vor allem für die Länge der Strecke hätte man es eigentlich nicht so knapp erwartet. Aber ist ja schön, ja. So, jetzt, der Arndt ist ja gerade unterwegs und da bin ich jetzt mal wirklich gespannt, ob es bei ihm jetzt mal der Knoten wieder platzt. Ja. Und er oh, mal... Oh, das sah kaum nicht so nach Knoten. Aber er hat es noch gut gerettet. So, jetzt vielleicht, wenn er gerade da ist. Also das ist jetzt die zweite Schikane und die nächste rechts, das war quasi der Unfallort. Und wenn man jetzt links schaut, dann sieht man dann auch, da wo die Blumen liegen, ist eine Gedenktafel angebracht. Das war dann die Stelle, wo Georg Blaser 2011 tödlich verunglückt ist. Ja, genau, dann sind wir noch auf dem Arndt. Ja, der hat ja noch ein bisschen was vor sich. Ansonsten ist noch der Toni unterwegs. Da können wir auch mal gucken, wie es bei ihm aussieht. Ja, leider, wie gesagt, kann man sich keine Zeiten anzeigen lassen. Das ist halt wirklich so das einzige Manko, was in Sachen Assetto Corsa ist, in Kombination mit Bergrennen. Das haben wir auch angesprochen. Also man kann leider immer nur erst die Gesamtzeit sehen, wenn man oben angekommen ist. Ja, funktioniert leider auch nicht. Es gibt die Zwischenzeiten auf der Strecke. Sie werden auch dann irgendwo mal auch, wie soll man sagen, wenn man in diesen Sim-Analyzer dann reinschaut, da sieht man die auch, aber angezeigt bekommt man sie leider nicht. Also das ist ein bisschen schade, ja. Funktioniert aber einfach nicht. Funktioniert aber auch selbst bei der Hausstrecke von Kunos nicht, also auch Trento Pontone funktioniert es nicht. Sonst könnte man ja meinen, der Motor schafft es einfach nicht, das hinzubringen, aber es scheint einfach nicht zu funktionieren. Ja. Ja, bei Arndt Oberath, da scheint es zu funktionieren. Der ist wirklich gar nicht so schlecht unterwegs. Und wenn ich das richtig sehe, ist er jetzt gleich auch oben angekommen. Genau, letzte Kurve. Mal schauen, was die Zeit sagt. Oh, ich bin hier aber überrascht ein bisschen. Ja. 5:57. Also bei ihm läuft es nicht so. Also seit der letzten Veranstaltung sozusagen läuft es nicht ganz so rund. Naja, vielleicht liegt es dann doch am Auto, weil auch das Auto ist natürlich im Prinzip ja nichts anderes wie ist ein Formel. Ja, klar, das ist ein voll verkleideter Formel. Ja, also lassen wir die Verkleidung weg, dann haben wir im Prinzip nichts anderes wie ein Formel 3. Also ein 3 Liter BMW ist ein Formel 3. Und zumindest von der Spezifikation her. Jetzt, oder er hat halt zu wenig trainiert, was auf der Strecke natürlich enorm was ausmacht. Ja, das auf jeden Fall. Gerade bei der Länge, das mal ebenso schnell, kurz bevor es losgeht, sich so ein bisschen reinzuquetschen, das wird nicht funktionieren. Darum, also da bin ich auch sehr überrascht, dass er wirklich weil noch kommt der Toni gleich oben an, aktuell die langsamste Zeit stehen hat. Also das überrascht mich schon so ein bisschen, aber das werden wir gleich sehen, wie sich das verhält. Wenn jetzt wirklich der Letzte oben angekommen ist. Aber ja, festhalten kann man, dass Arndt Oberath mit dieser Zeit erstmal ganz weit hinten steht. So, Toni ist 5:46:08. Auf jeden Fall keine allzu schlechte Zeit. Ja, und es ist wirklich recht eng. Also das kann man sagen. Bis jetzt, beim ersten Lauf. Das kann sich ja gleich alles noch verändern. Wenn ja keine Fehler gemacht werden oder vielleicht grobe Fehler nicht mehr vorkommen. Oder man sich ein bisschen mehr zutraut. Ja, werden wir jetzt gleich sehen. Also, jetzt haben wir die Session neu gestartet. Das ist das, was du angesprochen hast mit der Zeit. Wir sehen hier natürlich die Zeit, die wir dann sehen.
ist immer nur die Zeit aus dieser Session, sprich aus diesem einen Lauf. Ja. Vielleicht nochmal für neu hinzugekommene Zuschauer, wie wir dann werden. Wir fahren heute Abend, also jeder der Fahrer fährt 5 Läufe und die 3 besten Zeiten werden dann addiert. Sollte ein Fahrer einen Lauf abbrechen, warum auch immer, Unfall oder sonstiges, dann bekommt er die Maxzeit von, in dem Fall sind es 400 Sekunden, also 6 Minuten und 40 Sekunden. Das war so meine umgeschätzte Zeit. Weil wir sagen ja immer so ungefähr die Fahrzeit und dann so zwischen einer halben Minute und Minute drauf und bei längeren Strecken dann eher etwas mehr dann. Da liegen wir eigentlich ganz gut, auch in dem Bereich wieder. So, jetzt bin ich mal gespannt, was uns der Sebastian jetzt wieder zeigt, ob er diese Zeit bestätigen kann. Das war also eine 5:32, wirklich, also ich finde extrem schnell. Oder ob es jetzt sogar noch toppen kann. Ja, da bin ich auch gespannt. Also ich hätte auch persönlich nicht gedacht, dass er überhaupt heute teilnehmen kann, weil am vergangenen Samstag in der Formel 4 Meisterschaft, wo er auch unterwegs ist, hat er nämlich technische Probleme mit den Pedalen gehabt und musste beide Rennen aufgeben. Also hat er das Problem anscheinend glücklicherweise lösen können, die Ursache gefunden, weil ohne Pedale ist natürlich schlecht zu fahren. Oh, er macht sich wieder auf den Weg nach unten, so wie es aussieht. Er hat aber Glück, dass er da so runterkommt. Also hat er eine extra Runde gedreht quasi. Glück im Unglück. Unglücklich war natürlich, dass er genau an dem Reifenstapel vorbeigerutscht ist. Hätte er da eingeschlagen, dann hätte er schnell rückwärts fahren können. Wäre wahrscheinlich schneller gewesen. Ja. Egal. Bleibt spannend. Also jetzt hat der Thomas Schacht vorhin in seinem ersten Lauf schon den Fehler gemacht. Diesmal macht ihn der Sebastian. Jetzt schauen wir mal, wenn der Thomas durchkommt, was er in der Lage ist, für Zeiten zu fahren. Er hat ja vorhin die 5:41 gehabt und das wirklich mit dem kompletten Steher. Da bin ich auch wirklich mal gespannt. Also der Steher, der hat natürlich was gekostet, aber als man dann die Zeit hinterher gesehen hat, wirkte das so, als hätte er wirklich nur einen ganz kurzen Moment gestanden, wobei sich das gefühlt, war das eine Ewigkeit. Also entweder war er noch deutlich schneller unterwegs als Sebastian Deck, oder das hat einfach nur getäuscht, das Gefühl, wie lange er da wirklich gestanden ist. So, und auch Thomas Schacht wieder unterwegs. Das könnt ihr dann immer ganz gut daran sehen, dass die Kennzeichnung für Pit, also dass das Fahrzeug sich in der Boxengasse befindet, wegfällt. Daran kann man dann erkennen, dass das Auto ja quasi auf dem Weg ist. Normalerweise ist diese Einblendung ja dafür da, wenn man jetzt in einem, ja meinetwegen Langstreckenrennen unterwegs ist oder auch ein Rennen hat mit Pflichtboxenstopp, um einfach zu erkennen, welche Fahrer unterwegs sind und welcher gerade in der Boxengasse ist. Und hier können wir das halt dazu nutzen, um zu sehen, welcher Fahrer halt ebenfalls unterwegs ist. Ja, ein kleiner Fehler bei Thomas Schacht eben zu sehen. Der hat da ganz kurz die Leitplanke berührt. Aber das dürfte nicht allzu viel Zeit gekostet haben. Aber der gibt auf jeden Fall auch ordentlich Stoff. Oh, ja, oder Sebastian hat noch einmal einen kleinen Fehler gemacht, aber der ist ganz kleines bisschen mal an einem Randstein hängen geblieben. Aber ich denke auch, dass das nicht viel Zeit gekostet hat. Ja, das ist jetzt eigentlich sogar ganz interessant, die Fahrer da parallel so ein bisschen zu beobachten. Klar, wir können dadurch halt nicht alles einfangen, aber wir geben uns natürlich größte Mühe, dass wir ja eigentlich nichts verpassen. Aber so ist es auch ganz interessant zu sehen, okay, der Sebastian ist da gerade so vorbeigeschossen und jetzt gleich kommt der Thomas, mal gucken, wie es bei ihm aussieht. Fährt er die Ecke gleich, ein bisschen anders. Ja, Sebastian Deck ist jetzt oben bei der zweiten Schikane. Also genau, die hat er gerade passiert. Hat er schon ein gutes Stück jetzt hinter sich gebracht. Und eigentlich auch keine großen Fehler drin gewesen, bis auf halt einmal diese kleine Ehrenrunde, die er da gedreht hat. Aber man muss dazu sagen, er kann natürlich froh darüber sein, dass er sich nicht aufs Dach gelegt hat oder so, dass er diesen Lauf quasi komplett beenden muss. Weil so kann er ihn trotzdem noch zu Ende fahren, was sicherlich auch nicht verkehrt ist. Genau, und ich denke mal, trotz des Fehlers,
Bastian kennen und die Zeit, wo er vorhin gesetzt hat. Ich schätze jetzt mal, was dürfte das gekostet haben? 6, 7 Sekunden? Also wird auf jeden Fall, denke ich mal, immer noch eine Zeit unter 40 werden. Schätze ich jetzt mal. So, ich gucke nochmal, was Sebastian Deck macht. Er hat nämlich nicht mehr ganz so viel vor sich. Er hat es genau. Fast hinter sich gebracht. Jetzt die letzte Kurve. Auch die hat es nochmal wirklich in sich. Die geht über so eine Kuppe drüber. So, was haben wir? Oh, 5, knapp daneben. 42, 4. So, das heißt, wir springen wieder zu Thomas Schacht. Ja, der natürlich versucht, diese Zeit zu unterbieten. Klar, wir dürfen nicht vergessen, dass Sebastian da diesen Fehler drin hatte, wo er einmal im Kreis gefahren ist und ja, dass wir hier im zweiten Anlauf quasi sind. Das heißt, noch ist da alles ziemlich offen. Wir sind ja noch nicht an den Punkt gekommen, wo man sich wirklich bemühen muss, dass man da noch eine schnellere Zeit hinlegt, um vielleicht eine potenziell schlechtere Zeit zu unterbieten und damit quasi streichen zu können. Ja, und wenn der Thomas jetzt das bringt, was ich glaube, dass er in der Lage ist zu bringen, dann sind die beiden momentan ziemlich gleich auf, weil wie gesagt, der Thomas hatte im ersten Lauf seine Feder, hatte eine 5:41.106. Der Sebastian hat jetzt im zweiten Lauf seinen Feder gemacht mit einer 5:42. Also da mal eine knappe Sekunde um. Und wenn jetzt der Thomas auch so eine Zeit bringt wie der Sebastian im ersten Lauf, was ich ihm durchaus zutraue, dann bleibt das Ganze schön spannend. Ja, wie gesagt, wenn man jetzt mal aufpasst, auch ich habe es vorhin einmal erwähnt, was genauso wichtig ist wie Streckenkenntnis, ist die Kenntnis der Bodenwellen. Man muss wirklich, manchmal rentiert sich's abseits der eigentlichen Ideallinie zu fahren. Hier zum Beispiel, also dieser Linksknick, den der Thomas gerade genommen hat, da ist es eigentlich fast besser, weiter außen zu fahren, weil ganz innen ist eine richtig fiese Bodenwelle. Mhm. Und da gibt es mehrere auf dieser Strecke. Vielleicht die eine oder andere erwähnen wir mal, wenn wir es dann sehen. Gleich am Anfang geht es zum Beispiel los. Der erste Linksknick ist auch, also die kann man zwar voll mitnehmen, die Bodenwelle, aber beim ersten Mal, wenn man da rumkommt, ist man eigentlich ziemlich überrascht und landet eigentlich zu 90% rechts in der Leitplanke. Ja, klar, so oft die Jungs hier raufgefahren sind, lassen die sich nicht mehr überraschen. So, aber jetzt lassen wir uns überraschen von der Zeit. Thomas, wow. Okay. Oh, wow. Ich gebe keine das ist schon, mehr ab. Das ist schon ja ein gutes Zeichen. Ja, und ich bin gespannt, wie der Sebastian gleich darauf reagieren wird, beziehungsweise ob er überhaupt so sehr darauf reagieren kann. Das ist nämlich schon echt ein Brett, was, wenn man das jetzt vergleicht mit Sebastian seiner Zeit, die er gerade eben, also in dem Lauf davor gefahren ist, wie viel war Thomas da jetzt schneller? Zu seiner vorigen Zeit, also wie gesagt, da hat er ja diesen kompletten Dreher und Steher drin gehabt, dann sind wir jetzt bei 12 Sekunden. Und wenn wir das Ganze jetzt mit Sebastian seinem vorherigen Lauf vergleichen, wie sind die beiden da? Also quasi Thomas seine beste jetzt gegen Sebastian seine beste Zeit? Das sind auch schon 3 Sekunden, also eine 5:32 gegen eine 5:29, beide ungefähr Mitte, 2:34 gegen 29:6, also knapp 3 Fehler Sekunden. Bei Danny Hein da eben, der war, ja, oder ist in die Leitplanke da reingerutscht. Ja, aber das ist echt schon heftig, also was Thomas Schacht da hinlegt, also 3 Sekunden schneller als Sebastian Deck seine schnellste Zeit aus dem ersten Versuch. Da bin ich mal gespannt, was Sebastian da gleich versuchen wird, um ja da auf Augenhöhe zu bleiben, ob er da wirklich noch mal 3, 4 Sekunden finden kann. Also können tut das mit Sicherheit, ich traue ihm das durchaus zu, aber er muss es jetzt aufbringen, ja, also er sieht, welche Zeiten gefordert sind, das heißt
Er wird es sicherlich versuchen. Also da kennt man alle gut genug, glaube ich. Dass ja. er. Oh, jetzt ist dicker, er. Dicker Fehler bei Danny Hein. Ja. Innen am Reifenstapel und an der Laterne hängen geblieben. Ja, das hat natürlich ein bisschen was gekostet. War jetzt heute Abend sogar ja, fast der größte Fehler, den wir gesehen haben. Aber mit Abstand der beste war definitiv der von Sebastian. Ja, aber so ist das halt, ne? Also manchmal, dann sind es halt so Kleinigkeiten, die dich dann wirklich raushauen. Hier oder da mal angeeckt, Danny Hein 49,6. Also hat sicherlich ein bisschen was da durch den Fehler verloren oder durch die Fehler, die er gemacht hat. Und aber noch sind wir auch nicht in der richtig heißen Phase. Also die geht ja jetzt erst dann gleich los mit dem dritten Versuch. Ich sehe gerade, dass wir Stillstand auf der Strecke haben. Also da gibt es vielleicht ein Problemchen oder da hat jemand nicht aufgepasst. Das kann jetzt gut sein, jetzt weiß ich nicht. Es kann jetzt natürlich auch sein, dass der Patrick, wo wir nicht zugeschaut haben, irgendeinen schweren Unfall hatte und abgebrochen hat. Das dafür müssen wir jetzt fast ausgehen, sein. Weil... Er hat ja keine Zeit stehen. Stimmt, da dürftest du richtig liegen. Was mich jetzt etwas verwundert ist, dass jetzt quasi der Toni schon unterwegs ist. Das heißt, auch im Arndt müsste das passiert sein. Ja, beim Arndt habe ich gerade gesehen, dass er kurzzeitig nicht mehr auf dem Server gewesen ist und gerade erst zurückgekehrt ist. Also vielleicht hat er da auch irgendwie ein Problemchen oder muss jetzt halt aufgrund dessen den Lauf aussetzen und damit die Gesamtzeit nehmen. Ja, dann nutzen wir jetzt doch die Gelegenheit, weil jetzt können wir dann den Toni so ziemlich von ganz unten bis ganz oben mal betrachten und dann ein paar Feinheiten mal zur Strecke sagen. Also am Anfang ist es wirklich im sechsten Gang dreht man hier auch teilweise aus, bis zu knapp 2,65 glaube ich ist so die Höchstgeschwindigkeit. Ja, also 2,65 auf einer Bergstrecke. Ich glaube, da weiß jeder, was das sein Stündchen geschlagen hat, wenn man sich das mal so in real vorstellt. So, Toni ist dann in der ersten Kehre. So, auch zwischen den Kehren ist das Ganze immer sehr, sehr schnell und sehr flüssig. Ja, ich erwähne es gerne nochmal. Streckenrekord in real liegt bei 5,21, was eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 168 km/h entspricht. Übrigens gefahren von einem Italiener, vom Simone Faccioli. Auf einem ähnlichen Auto, also er hat ein bisschen moderneres Auto, er fährt keinen Osella, er fährt aktuell einen Norma und den Streckenrekord hat er glaube ich noch aufgestellt. Müsste ich jetzt schauen, dass ich nicht lüge. Moment. Ja, weil das Auto. Nee, auf einem Norma. Im Norma M20 FC Sitec hat er den aufgestellt im Jahr 2014. Ist ja auch schon ein paar Tage her auf jeden Fall. Aber klar, desto schneller das dann wird, desto, da muss man auch irgendwo sagen, desto verrückter ist es auch irgendwie, ne? Also da muss man noch verrückter dann sein, um da wirklich noch schneller hochzufahren. Ja, nochmal der berühmte Nagel im Helm, der kann auf so einer Strecke, glaube ich, nicht groß genug sein. Ja, ja, es ist wirklich mit einem großen Risiko verbunden. Natürlich nicht, oder es kommt darauf an, aber wahrscheinlich nicht ganz so extrem bei der TT Isle of Man, aber es ist schon echt brutal. Ja, ich glaube, das kommt von der Risikobereitschaft aber schon auch hin. Es ist vielleicht nicht ganz so spektakulär wie bei den Motorrädern, aber ich denke, von der Risikobereitschaft kann man das durchaus ganz gut vergleichen. Ja, schauen wir mal wieder auf den Toni. Der Toni hat also die Passage mit der ersten Schikane hinter sich. Ist da ein bisschen, hat die Schikane jetzt nicht so ideal gefahren, hat da ein bisschen weit ausgeholt. Aber das, wie gesagt, der Toni, das wissen wir ja, er gehört nicht zu den Allerschnellsten, aber er gehört zu den Beständigsten. Also er fährt immer gute Zeiten und die fährt er einfach beständig. Er ist immer um Platz 3, 4 rum und deswegen führt er auch die Meisterschaft an. Er ist allerdings jetzt von all diesen, die heute gestartet sind, noch der einzige Fahrer, der kein Streichergebnis hat. Also das heißt, er ist auch der fleißigste Fahrer. Er war wirklich als einziger bei allen Läufen jetzt dabei.
Ja, und das zeigt wieder mal, dass es nicht wichtig ist, oder nicht, dass jetzt nicht falsch verstehen, aber dass es nicht immer nur wichtig ist, dass man einfach schnell ist, sondern dass man halt ja auch einfach konstant fährt. Ja, und das ist halt auch so ein Punkt, den man eigentlich auch ganz gut mitnehmen kann auf die Sprint, also Rundkursrennen oder Langstreckenrennen, dass Geschwindigkeit nicht alles ist, sondern die Konstanz viel wichtiger ist. Genau, gerade, ich glaube, noch viel wichtiger bei Langstreckenrennen wie bei Sprintrennen. Ja. Ja, weil was nützt dir in der Langstrecke, wenn du extrem schnell bist und halt einfach nicht ins Ziel kommst, weil du zu viel Risiko gehst? Hilft alles nichts. So, jetzt waren wir in der zweiten Schikane, jetzt kommen wir wieder am Unfallort vom Georg vorbei. So, jetzt kommt eine enge Links und jetzt kommt wieder ein Streckenabschnitt, bei dem es ganz miese Bodenwälder gibt. Jetzt gleich nach der nächsten Links, wenn wir ein bisschen aufpassen. Ja, haben wir jetzt nicht so gesehen, aber da ist wirklich eine große Bodenwelle, die man einfach, man muss einfach wissen, dass sie kommt. Dann geht es schon. Dann platziert man das Auto so, dass es trotz Bodenwelle einfach an der richtigen Stelle wieder raushüpft, sage ich mal. Mhm. Ja. Nur wenn man überrascht ist, dann sind diese Bodenwellen wirklich dann auch tödlich. Dann landet man sofort in der Leitplanke oder in der Felswand oder wo auch immer, was halt gerade da so blöd im Weg rumsteht. Ja, dann kannst du ja auch dich dagegen nicht wehren und auch nicht vorbereiten darauf. Bodenwellen sollte man dann doch schon kennen. Zumindest die, ja, wo man halt weiß, okay, da könnte das Auto dann dadurch ja, stark instabil werden. Ja, und genau, gerade bei solchen Fahrzeugen auch natürlich, so ein Formel reagiert natürlich auf eine Bodenwelle ganz anders wie ein Tourenwagen. Der schluckt es dann noch eher weg und man hat halt auch nicht diese hohen Geschwindigkeiten. Das kommt natürlich alles zusammen. So, jetzt warten wir, bis der Toni im Ziel ist. Er hat es jetzt gleich geschafft. Letzte Kurve. Ja, und bestätigt es wieder. 5:42:9:17 ist eine. Klar, ist weit weg jetzt von der Bestzeit, so gesehen. Aber ist dann trotzdem die drittbeste Zeit. Ja, und wieder mal die Konstanz halt dabei gewesen. So, und jetzt, ja, weil wir leider Patrick Schwanz, der ist oben nicht angekommen, Arndt Oberath ebenfalls nicht. Darum genau. Geht es dann jetzt direkt in den ja, dritten Versuch. Und da bin ich jetzt mal gespannt bei Sebastian Decker. Also der wird sicherlich wieder sehr ehrgeizig sein und möchte wahrscheinlich ja diese Zeit von Thomas Schacht sehr, sehr gerne unterbieten. Die Frage ist nur, ja, ob er das halt schaffen wird. Und das werden wir jetzt gleich sehen. Ja, aber da ist richtig spannend, ist richtig klasse und ich freue mich erstmal für den Thomas, dass es endlich mal auch zeigen kann, dass er ein schneller Fahrer ist. Bis jetzt hat es wirklich nicht so funktioniert und jetzt konnte er es mal zeigen. Ja. Und jeder weiß, dass der Sebastian schneller Fahrer ist, eigentlich der schnellste bisher jetzt hier im Feld. Und jetzt ist er mal wirklich, glaube ich, das erste Mal richtig gefordert. Ja, das glaube ich auch und dann halt, ja, gerade auf so einer langen Strecke, wo du die Konzentration halt wirklich sehr, sehr lang hochhalten musst und quasi auch, ja, gerade weil wir irgendwie 20, wie viel waren es? 20, 25 Kilometer? 15. Oder 15 Kilometer unterwegs sind, da kann es durchaus schon mal vorkommen, dass man irgendwie eine Ecke vergisst und schon eine Kurve weiter ist. Das kann durchaus passieren und das sollte dann halt nicht passieren. Aber wenn du unter Druck stehst, gerade dann ist es natürlich schwierig, die Gedanken da so zusammenzuhalten. Genau, und wie gesagt, und das Ganze wird natürlich nochmal erschwert dadurch, ich habe es vorhin schon mal gesagt, dass es hier doch einige Strecken, so zwei, drei Streckenpassagen gibt, die sich hier sehr ähneln. Ja. Macht das Ganze nicht dann unbedingt leichter. Nee, das auf jeden Fall nicht. Ich bin gespannt, was gleich die Zeit bei ihm sagt. Aber da hat er ja noch ein bisschen was vor sich. Ja, wir sind noch gut im ersten Drittel. Ja, hier an der Ecke hat er ja gerade die Ehrenrunde gedreht, also ist nach oben gefahren und gleich wieder runter. Genau, einfach, ja, auch hier wieder ein kleiner Fehler gewesen, das Auto ja. Ausgebrochen, aber diesmal hat er gut abgefangen und vorher war er einfach zu früh auf dem Gas und hat sich dann nach links weggedreht.
Ja, bis jetzt ist er durchaus flott unterwegs. Also ich habe jetzt keine gröberen Fehler gesehen. Ja, aber die Frage ist ja dann wirklich, ob das reichen wird, ja, im direkten Duell gegen seinen Kontrahenten. In dem Fall ist es Thomas Schacht. Ja, das, wir werden es sehen. Gut, Thomas muss natürlich auch noch drei Läufe hochbringen. Also es ist schon schwer unter dem Druck und die Jungs wissen ja, was sie für Zeiten fahren können. Und wirklich auf Sicherheit fährt ja auch keiner, weil man sonst einen anderen Rhythmus hätte. Man kennt es oft, man versucht dann langsamer zu fahren, dann macht man eigentlich mehr Fehler, wie wenn man eigentlich seinen Rhythmus beibehält. Das heißt, die Jungs fahren am Limit und da kann immer was passieren. Das heißt, selbst wenn ich weiß, ich fahre unter die 30, ich muss es auch erstmal hochbringen, fehlerfrei. Das heißt, die Spannung, die bleibt hier, glaube ich, bis zum letzten Lauf. Ja, das auf jeden Fall. Ja, und währenddessen ist der Thomas auch unterwegs. Wow, also wirklich, ich weiß nicht, ob du es gerade gesehen hast, in dieser Rechtskurve, in der schnellen. Er ist wirklich bis auf den letzten Zentimeter ran an die Leitplanke gefahren, auf die linke Seite. Also das sah echt schon sehr, sehr brutal aus. Der will es auf jeden Fall wissen. Also das ist echt Wahnsinn, der nutzt da die Strecke fast ideal aus, würde ich jetzt mal behaupten. Ganz, ganz stark auf jeden Fall von ihm. Ja, ich schaue immer so mit einem Auge ein bisschen auf den Livestream. Da sind wir ein bisschen zeitversetzt. Aber ja, muss dir recht geben. Also der Thomas ist extrem schnell und was die Linie betrifft, extrem gut unterwegs. Ja, passt. Oh, passt alles, ei. Thomas Schacht, heftiger Abflug. Wow, also da hat es ihn jetzt so richtig zerrissen. Der muss den Lauf auch abbrechen. Ich schaue es mir gerade nochmal an, quasi in der Wiederholung. Oh ja, hat rechts die Leitplanke berührt. Das hat dann dafür gesorgt, dass er nach links weggedrückt wurde. Ja, und dann ist er halt komplett abgeschossen. Also, oh ja, jetzt sehe ich es auch. Oh, und auch Fehler bei Sebastian Deck. Das wird sicherlich auch Zeit gekostet haben, aber... Ja, die Frage ist jetzt natürlich, er wird das natürlich, also Sebastian wahrscheinlich nicht mitbekommen haben, dass Thomas seinen Lauf beendet hat. Aber das nimmt vielleicht so ein kleines bisschen Druck raus, wenn er das jetzt gewusst hätte. Also vielleicht kriegt er das ja mit, weil er ja nebenbei auch schaut, das weiß man nicht. Also ich glaube nicht, dass er unterm Fahren, glaube ich nicht, dass er Livestream guckt, sonst schon, ja, klar. Er schreibt dann ab und zu mal was, aber unterm Fahren nicht. Und das Schöne ist ja, finde ich zumindest, ich bin da ein bisschen zum Purist, ich habe dieses Funkgebabbel von den Fahrern so dick und das gibt es am Berg nicht. Ja, also am Berg quatscht dir weder ein Teamchef noch ein Mechaniker noch irgendjemand dazwischen. Bergrennautos haben keinen Funk. Das heißt, also wenn er wirklich so drauf ist, dass er diese Geschwindigkeiten fährt und dann noch eben zum Livestream guckt, dann falle ich, glaube ich, vom Glauben ab, wie man dann so schnell Auto fahren kann. Also ich glaube nicht, dass es mitbekommen hat. Kann ich mir nicht vorstellen. Ja, aber gleich, wenn er dann wirklich oben angekommen ist, dann wird er das ja sehen. Und ja, für ihn ist es natürlich eine positive Nachricht. Genau, jetzt ist er auf jeden Fall gleich im Ziel. Und die Zeit? Eine 5:30:17. Ja, also da hat er auf jeden Fall schon mal nochmal zwei Sekunden gefunden. Reicht noch nicht ganz zur Topzeit, aber ja, und der Thomas hat ja jetzt genau das gemacht, was ich vorhin erwähnt habe. Man muss es auch erstmal durchbringen. Auch wenn ich weiß, dass ich die Zeiten fahren kann, heißt es nicht, dass ich sie auch immer fahre. Ja, und jetzt ist der Thomas wieder mehr unter Druck, obwohl er eigentlich die Bestzeit hat. Aber er weiß jetzt natürlich, er hat jetzt auch das erste Mal die Maxzeit. Also einen Joker quasi schon verspielt, wenn man das so nennen möchte. Ja, so schnell kann es gehen, aber ja, man hat halt auch gesehen, dass Fehler bei Danny Hein, ja, dass der Thomas wirklich extrem am Limit gefahren ist und ja, da reicht dann manchmal nur so ein kleiner Kontakt aus, der hebelt dann das Fahrzeug aus und dann bei der Geschwindigkeit, das war auch eine wirkliche High-Speed-Passage.
da bist du dann halt nur noch Beifahrer. Ja, und so sah das halt auch aus bei ihm. Schikane verpasst. Das ist zu schnell. Da hat er viel, viel, viel zu spät gebremst. Oh, jetzt nimmt er auch noch den schweren Weg, aber hat gepasst. Ja, ich hatte erst die Befürchtung, dass er am zweiten Stapel hängen bleibt. Ja, also wie gesagt, wenn er jetzt außen rum gefahren wäre, wären das 30 Strafsekunden obendrauf gewesen. Also, und die Fahrer wollen das ja auch. Also die auch wenn es jetzt nicht Absicht ist, aber da möchte keiner abkürzen oder so. Ja. Da lassen sie sich nichts nachsagen. Was ja auch durchaus positiv ist. Dass man da trotz, ja, im Grunde des Fehlers und du stehst dann da und ja, quasi die Möglichkeit besteht, dann außen rum zu fahren. Klar, mit dem Hintergedanken, dass es eine Zeitstrafe obendrauf gibt. Oh, Fehler hier auch bei Patrick Schwanz. Auch ein Stück weit zu nah an die Leitplanke gefahren. Ja, und der Letzte im Bunde, der ist dann gleich Arndt Obrath. Und Toni Blues. Beziehungsweise, wir sagen ja einfach nur Toni. Bin gespannt, ob Arndt jetzt gleich selber wieder fährt oder so wie gerade eben im Lauf davor aussetzt. Also wenn, dann muss er irgendein Problem gehabt haben, weil bei Willig wird der Arndt den Lauf jetzt nicht sausen lassen. Aber weiß er nicht, vielleicht hat gerade auch ein Telefon blöd geklingelt zu Hause. Das kann natürlich immer passieren. Ja, noch stehend Arndt Obrath unten. Ich habe gerade mal geschaut, also er... Ich weiß ja nicht jetzt, wann der Punkt ist, dass er losfahren würde, aber noch steht er unten wirklich und das Fahrzeug hat sich noch nicht bewegt. Also, so die 2 Minuten, wie gesagt, ist ja ungefähr so ein Drittel auch der Strecke. Das heißt, so zwischen der Kehre und der ersten Schikane, da dürfte so ungefähr die Zeit liegen, an der sich dann die Fahrer orientieren. Die schauen ja mal dem Vordermann zu und wissen, wenn er dann da und da ist, dann kann ich losfahren. Also, das wäre jetzt ungefähr so der Bereich vor der ersten Schikane, wo der nächste dann losfährt. Das heißt, Arndt Obrath müsste losfahren, genau. Und ja, er fährt auch los. Er bewegt sich. Steht da nur sehr ungünstig, ja, weil der Wendekreis doch ein bisschen größer ist. Aber er kriegt es hin. Gute Nachrichten auf jeden Fall. Also da kann er jetzt anscheinend dann mitfahren. Gerade hat er ausgesetzt, ja, und musste die Maximalzeit in Kauf nehmen. So, gucken wir mal wieder bei Danny Hein rein. Der ist ja derjenige von denen, die gerade auf der Strecke sind. Oh, hier auch der Fehler. Derjenige von denen, die gerade unterwegs sind, der am fortgeschrittensten ist. So, genau, schwieriges Wort. Der ist bereits jetzt im Ort Terminillo. Ja, vielleicht, das haben wir noch gar nicht erwähnt. Klar, wir sind in Italien, aber vielleicht, dass wir es geografisch mal noch ein bisschen genauer verorten, dass wir wissen, wo wir uns hier bewegen. Wir sind ungefähr auf Höhe Rom, so circa 80 Kilometer nordöstlich von Rom ist also Terminillo, beziehungsweise Rieti, wo es dann auf den Monte Terminillo hinaufgeht. So, jetzt warten wir auf die Zeit von Danny. Oder muss dann doch was Gröberes passiert sein? Hab ich jetzt wahrscheinlich gesehen, ja. Aber eine 6,12 ist... Das ist zu langsam für mich. Ja, und ich habe hier gerade nämlich die Info vom Thomas Schacht selber bekommen, bezüglich Arndt Obrath. Der hat einen Abflug gehabt, einen heftigen Abflug auf seinen Lauf. Also haben wir das tatsächlich nicht mitbekommen, dass er losgefahren ist. Und dann ist er vom Server runtergeflogen. Okay, das haben wir auch schon mal. Ihr habt das vorhin auch schon mal ein bisschen versucht zu erklären. Ich kapiere es ehrlich gesagt selber nicht. Das ist so ein bisschen Bug in Assetto. Also... Wenn die Geschwindigkeiten zu hoch sind, dann nützen auch die physikalischen Einstellungen Assetto nichts mehr. Weil wenn man jetzt zum Beispiel links und rechts, ja, zum Beispiel die Felswände sieht, die haben eigentlich alle eine Kollision. Wenn die Geschwindigkeit aber zu hoch ist, kann man trotzdem durchfahren. Also interessant. Ist ein Hat so ein komisch. Bisschen was von Zurück in die Zukunft, ja? Wo es auf eine gewisse Geschwindigkeit wirklich... Ja. Ja, den Sprung gibt. Genau, und zwar liegt es, also ich erkläre es mir daran, dass diese dann bestimmten Winkel haben. Man hätte vielleicht eine gerade Wand davor setzen müssen, die man nicht sieht. Naja, aber
Ist halt so. Und wenn man dann wirklich da durchbricht, dann kann es auch sein, dass man dann nicht nur direkt zum Start zurückgebeamt wird, sondern auch direkt vom Server fällt. Ja? Mhm. Also alles vorkommt. Wobei das jetzt ja hier nicht tragisch ist, weil wie gesagt, der Lauf war dann eh kaputt und er kann ja wieder joinen und alles wieder gut. Das ist jetzt das Gute bei einer AB-Strecke. Rundstrecke hätte man da ein größeres Problem. Ja, da wäre wahrscheinlich das Thema eher gelaufen, wenn das passiert. Egal, ob es jetzt ein Sprintrennen oder auch eine Langstrecke gewesen wäre. Klar, in der Langstrecke kann man nochmal wieder ein bisschen was rausfahren, aber dann ist auch das Thema, wenn du vom Server fliegst, vielleicht auch Serverleiche, ja, dann ist natürlich das ganze Rennen gefährdet. Ja. Und hier hält sich das ja glücklicherweise dann im Rahmen. So, wen haben wir da jetzt? Patrick Schwanz, 5:53,2, also oben angekommen. Der nächste, der dann hier oben ankommen wird, müsste dann Arndt Oberath sein. Und als letztes empfangen wir dann wieder den Toni. Genau, und beide sind auch unterwegs. So, jetzt, das ist jetzt eine fachmännische Frage für dich. Ist das, was du gerade erklärt hast, jetzt eher ein Fehler von Assetto Corsa oder in der Strecke? Ich glaube, dass es ein Fehler von Assetto Corsa in dem Fall ist oder von der Engine im Prinzip. Weil, also für alle, die wohl jetzt ein bisschen Streckenmodding machen, es ist bei Assetto so, dass wenn ich eine Zahl und ein bestimmtes Wort vor die Bezeichnung des Objekts setze, dann ist das quasi der Trigger für die Engine, dass er weiß, das hat physikalische Eigenschaften. Also in dem Fall zum Beispiel etwas wie Road oder Wall. Ja, dann weiß die Strecke, hier kann ich nicht durch. Also hier muss ich, habe ich eine physikalische Eigenschaft, auf der sich ein Objekt bewegen kann. Ja. Und also es gibt da drei oder vier, das ist wie gesagt Wall, Road oder Grass oder auch Gravel zum Beispiel. Das kann man auch dann definieren in der eigenen INI. Und man kann das auch gerne ausprobieren. Also wenn das einem passiert ist auf dieser Strecke, wenn man mal mit 260 gegen eine Felswand ist und man ist durchgefallen, dann einfach mal beim nächsten Lauf wirklich ausprobieren. Fahr mal mit 100 dagegen, passiert gar nichts. Also du wirst einfach wie von der Felswand halt zurückgeschleudert. Fertig. Ja. Ich kann es nicht erklären, ich weiß es nicht, weil ich weiß ehrlich gesagt auch nicht, was die Engine jetzt so wie die programmiert ist oder was die macht, aber ich kenne das Phänomen. Und woran es jetzt liegt, also ich sage jetzt mal, es müsste die Engine sein. Ja, also, wenn wir dann im nächsten Community... Oh, heftiger Fehler bei Arndt Oberath, also, tja, was soll man dazu noch sagen? Bei ihm läuft es im Moment wirklich überhaupt nicht. So kann man es auch sagen, ja, es läuft wirklich nicht. Also, zu weit rauskommen, an dem Reifenstapel hängen geblieben und prompt die nächste Wand mitgenommen. Ja, schade für eine Hand. Ja, das definitiv. Schauen wir mal eben bei Toni rein, was der so treibt. Der ist jetzt gerade in einer weiteren Haarnadelkurve unterwegs. Tja, so kann es gehen. Also Thomas Schacht mit dem heftigen Fehler und Abflug. Also Maximalzeit. Arndt Oberath auch wieder mit einem Fehler. Ja, bei ihm anscheinend da so ein bisschen der Wurm drin. Sebastian Deck, 5:30, auch noch nicht hundertprozentig unterwegs. Arndt Oberath, 6:03. Also auch wieder ein Lauf zum Vergessen. Würde ich jetzt einfach mal behaupten. Und jetzt gleich dann der letzte für diesen Versuch, Toni, der dann oben ja, seine Zeit bestätigen wird. Einer derjenigen, der immer konstant fährt und ja, von der Geschwindigkeit her eher, sagen wir mal, im Mittelfeld unterwegs ist, aber ja, aufgrund der Konstanz halt ganz vorne ist. Genau. Das zeichnet auf jeden Fall Toni aus. Ich habe jetzt mal geschaut gerade, wie es denn dann bei uns weitergeht. Es kommt ja dann jetzt die Sommerpause. Auch da gibt es ein Event. Allerdings wird es ein bisschen anders ausschauen. Da werden wir einfach mal über eine bestimmte Zeit die Strecke einfach freigeben und jeder darf seine Zeiten posten. Und da werden wir quasi über die komplette Sommerpause ein
Event machen, das jetzt nicht zur Bergmeisterschaft zählt und natürlich dann auch nicht live übertragen wird, weil jeder kann ja fahren und so oft und wann er möchte und dann einfach nur seine Zeiten posten. Aber ich bin jetzt gerade ein bisschen am gucken, ob wir dann endlich mal was haben, dass unser Art wieder in Fahrt kommt, die nächste Strecke, dann nach der Sommerpause. Wäre dann in Osnabrück, Borglo, und da fahren wir mit dem Ginetta, also da haben wir wieder mal ein GT-Fahrzeug. Also dann hoffe ich mal, dass der Arndt wieder ein bisschen in die Hufe kommt und da... So, Toni, ja, wieder. Also er hält einfach seine Zeiten wieder um die 40 rum, wird immer ein bisschen schneller. Wie gesagt, ist jetzt nicht die Top-Zeit, aber auch hier die zweitschnellste Zeit. Ja, das bestätigt ihn wieder mal und das genügt ja eigentlich dann auch. Also, ja, keine groben, also klar, Fehler hier und da, aber nichts Wildes, nicht zum Stehen gekommen, oben angekommen, die Zeit gesetzt, wunderbar, und dann kann man auch zufrieden sein. Genau, und mit den Zeiten ist er ganz klar, da macht ihm momentan auch keiner das Podest streitig und wie gesagt, auch die anderen zwei müssen erstmal die Zeiten jetzt bestätigen und raufbringen. Die kämpfen miteinander, das heißt, die fahren beide absolut am Limit, weil jeder weiß, ich muss alles geben, damit ich die Zeit vom anderen fahre. Keiner weiß, wer die Zeit hochbringt. Und da kann es dann durchaus sein, dass dann der Toni wieder der lachende Dritte ist und vielleicht auch mal den zweiten Platz wieder erbt. Ist alles möglich. Und mit den Zeiten, wo er fährt, ist aktuell unangefochten auf, also Platz 3 macht ihm da auch gerade keiner streitig. Da ist er auf jeden Fall sehr, sehr gut dabei. Ja, Sebastian ist wieder unterwegs, jetzt im ersten Streckenabschnitt, den sehen wir ja jetzt nicht zu oft, zumindest zum Kommentieren jetzt. Auch hier sind die ersten zwei S sind zum Beispiel relativ identisch, sie unterscheiden sich nur in den Bodenwellen. Das erste S muss man viel früher bremsen, als die Strecke eigentlich hergibt. Aber das sind am Eingang die Bodenwellen. Wenn ich da bremse, dann hüpfe ich sofort gegen die Leitplanke. Und im zweiten S ist es eigentlich genau andersrum. Da kann ich zwar spät reinbremsen, aber da ist die Bodenwelle am Ausgang der Kurve. Also auch da muss ich eigentlich langsamer fahren, wie es die Streckenführung eigentlich hergebe. Ja, ja, und das musst du dann auch auf die 15 Kilometer alles behalten. Wo ist welche Besonderheit, ja, wo geht's wie wo lang und wie schnell sollte ich dann da durchfahren, also alles nicht ganz so einfach. Und das ist jetzt, und ich habe diesmal aufgepasst, das ist ja jetzt der vierte Versuch von fünf, das genau. Heißt, jetzt ja, sollte man zusehen, wirklich nochmal schnelle Zeiten zu fahren, zumindest wenn man ja in den vorherigen Läufen hier und da mal einen Fehler drin hatte oder sogar eine Gesamtzeit kassieren musste, ja, dann ist man jetzt wirklich in Zugzwang. Ich bin gespannt, Herr Sebastian. Also, da war auch noch kein Lauf so hundertprozentig fehlerfrei. Mal schauen. Das wird sicherlich jetzt interessant werden. Gerade halt auch das Duell mit Thomas, der ja im Lauf zuvor die Maximalzeit bekommen hat nach diesem heftigen Abflug. Aber Sebastian konnte das nicht so hundertprozentig nutzen, weil er halt auch eben selber nicht fehlerfrei oben angekommen ist. Genau, Sebastian hat seinen Fehler im zweiten Lauf gemacht. Der dritte Lauf war mit einer 30 schon sehr, sehr schnell. Also ja, ich glaube, er kann noch einen Ticken schneller, aber das ist schon wirklich Limit. Ja, jetzt gerade haben wir es auch wieder gesehen, diese Bodenwelle, wenn da das Auto so zum Springen anfängt. Und da gibt es eben einige auf dieser Strecke, wo man einfach wissen muss, gefasst sein muss drauf. Das heißt, man muss auch teilweise vielleicht stärker einlenken, weil man eigentlich weiß, dass das Auto dann nach außen hüpft. Und manche kann man auch ein bisschen umfahren. Auch das geht. Ja, das ist aber im Grunde zu vergleichen, wenn du jetzt von normalen Rundkursen ausgehst, welchen Curb darf ich mitnehmen, welchen nicht, oder wenn ich den Curb mitnehme, wie fahre ich die Kurve an? Ja, im Grunde ist es hier genau dasselbe. Hier hast du zwar keine Curbs, aber dafür halt die Bodenwellen, die du halt mit einberechnen musst.
Ja, also berühmtestes Beispiel, nehmen wir mal die Formel-1-Strecke in Monaco. Da geht es ja auch zur Löwshaarnadel runter, fahren ja immer alle diesen Knick auf der Geraden. Ich glaube, wenn das mal ein ganz Neuer sieht, der wo das nicht kennt, der denkt sich auch, hä, was machen denn die da? Ja. Aber die umfahren einfach die Bodenwelle, die da ist. Ja, genau. Ja. Ja, richtig. Also, es ist alles sehr, sehr ähnlich und es gibt aber Parallelen. Also, wie gesagt, Bodenwelle vergleichen zu den Curbs, die man vielleicht nicht mitnehmen sollte oder besonders, dass man die Kurve anders anfährt. Oder halt, wie du schon sagtest, das Beispiel in Monaco, da gibt es ja auch eine Bodenwelle, die keiner mitnehmen möchte, weil ich glaube, sonst gibt es auch einen interessanten Ausgang, wenn man da so drüber fährt. Ja, Aber zumindest die Formel-1-Autos. Also wenn man zum Beispiel einen Porsche Cup anfährt, die knallen da drüber. ja, Da die interessiert das nicht. Also Tourwagen schluckt es weg. die haben da keine Rücksicht auf Verluste. Da wird einfach drüber gefahren. Ja, gibt es einfach auch das Fahrwerk her und sind eben nicht so kompromisslos abgestimmt wie so ein Formel einfach. Klar. Ja, Sebastian, ich bin gespannt. Kompromiss ist ein Thema. Ja. Gehe ich jetzt Risiko oder fahre ich jetzt einfach auf Sicherheit und einer relativ schnellen Zeit? Da muss er sicherlich auch einen Kompromiss finden. Weil sonst könnte es auch für ihn sehr, sehr gefährlich werden, wenn man da jetzt zu viel Zeit liegen lässt oder tatsächlich nochmal eine Gesamtzeit kassiert und dann hast du nur noch einen Lauf, dann hat er noch mehr Druck, wenn er ja im Duell gegen Thomas wirklich mithalten will. Aber es liegt ja auch so ein bisschen daran, was der Thomas macht. Ja, aber da hat er jetzt einfach erstmal so gesehen den Nachteil, dass er darauf nicht reagieren kann, weil er fährt halt als erstes. Das Ja. heißt, da wäre der Vorteil beim Thomas, dass er sieht, jetzt in dem Fall ist es ja auch nicht gegeben, weil der Thomas fährt ja auch los, bevor der Sebastian schon Ziel ist. So, jetzt haben wir die 30 auch beim Sebastian geknackt. 5,29, 5,96. Also die geben sie wirklich richtig. Und ich glaube, da sind wir auch am Limit jetzt. Das kann durchaus sein. Gucken wir mal. Gehen wir mal zu Thomas. Der ist nämlich ja quasi der Nächste dann, der oben ankommt. Und das wird jetzt richtig interessant, was der für eine Ja. Zeit hinbrezelt. Genau, also die 25, 596, die waren jetzt dann doch knapp, glatte. Ich kann das gar nicht, was ist denn das? Das ist genau ein Hundertstel war er Oh, schneller wie der aber Thomas. hier, Fehler bei Thomas gerade. Ja, aber das muss man sich mal geben. Nach 15 Kilometer Bergstrecke ein Hundertstel. Ja, das ist Irre. nichts. Das ist Ja, nichts. das ist richtig, das ist nichts. Also Wahnsinn. Ja, ist aber auf Ja. jeden Fall schön zu sehen, dass es so eng zwischen den beiden hergeht. Ja, Thomas hat jetzt gerade gesehen gehabt, ne? Einen kleinen Fehler hat er drin gehabt. Ja, wie sehr sich das auswirkt, die Fehler oder der Fehler, den wir gerade gesehen haben, das sehen wir dann natürlich gleich erst, wenn die Zeit angezeigt wird. Ich bin gespannt, also seitentechnisch, was da jetzt noch möglich ist, wenn man da fehlerfrei bei so einem Tempo oben ankommt. Ja, ganz fehlerfrei war es jetzt nicht. Also einen kleinen Fehler hat er drin gehabt. Aber ich denke mal, auf dem Niveau, wenn wir wirklich von Hundertstel reden, dann war das schon eigentlich zu viel. Aber vielleicht hat er woanders noch was gefunden, wo er doch noch was rausholen konnte. Also ich bin jetzt wirklich gespannt. Jetzt kommt er in die letzte Enge links. Dann, wie gesagt, jetzt noch zwei, dreimal hochschalten. Die links rauf geht es nochmal schnell. Und jetzt kommt die Enge rechts und dann wissen wir es. So, jetzt drauf achten, wo stehen bleibt. 5,36. Also, da müsste es dann doch noch mehr als einen Fehler gegeben haben. Neben Oder diesem der kleinen Fehler Quersteher. hat sich einfach an der Stelle so weit ausgewirkt. Wobei 6 Sekunden ist jetzt natürlich, hätte jetzt auch nicht vermutet, muss ich sagen. 6 Sekunden erscheint mir jetzt ein bisschen viel.
Oh, Fehler hier bei Danny Hein. Einmal in die Leitplanke gefahren, kann aber weiterfahren. Oh, jetzt gleich hier nochmal. Ja, das ist wieder das Thema aus dem Rhythmus dann raus, ne? Also von dem einen Fehler dann wieder ja, reinzukommen, ist es sehr, sehr schwierig. Weil du halt aus dem Fluss halt raus bist. So ein bisschen aus der Routine gerissen worden quasi. Ja, und dich natürlich auch ärgerst. Das natürlich auch, ja. Kommt noch dazu. Ja, zumindest scheint er jetzt seinen Rhythmus ein bisschen wieder gefunden zu haben. Ja, das ist auf jeden Fall wichtig, dass man neben dem ja quasi Punkt, dass man halt die Strecke auswendig kennt, dass man halt den Rhythmus behält. Oh, da sah aber auch sehr, sehr kritisch wieder bei ihm aus. Naja, Thomas schreibt es gerade in den Chat, das war seine Sicherheitsrunde. Da bin ich ja gleich mal gespannt, wenn okay. Die Sicherheit dann nicht mehr benötigt wird. Was dann passiert. Ja, der Thomas, also wenn er heute um den Sieg fahren will, dann muss er wirklich nochmal zweimal absolutes Risiko gehen, weil er hat jetzt zwei 40er Zeiten. Die sind sicherlich nicht schlecht, aber ja, wenn wir wissen, dass man unter 30 fahren kann, dann ist es einfach zu wenig. Und jetzt die 5,36 aus dem vierten Lauf. Also um den Sieg wird es schon knapp, ja. Aber wie gesagt, auch der Sebastian muss seinen fünften Lauf erstmal in Lauf bringen. Allerdings hat er eine 32, eine 30 und eine 29 einfach schon sicher stehen. Ja. No. So, Danny ist im Ziel. Mit einer Zeit von 5,44, 8,39. Ja, und auch bei Arndt Oberath bin ich gespannt. Weil der hat ja bis jetzt auch noch nichts wirklich zusammenbekommen. Aber vielleicht ist es wirklich auch wieder das Fahrzeug, was ihm da überhaupt nicht zusagt. Durchaus möglich. Also das, wie gesagt, letztes Mal hat er ja, war er ja noch trotzdem noch unter den ersten drei und hat im Siegerinterview das dann zu Protokoll gegeben, dass ihm das Fahrzeug nicht so lag. Ich befürchte mal, wir werden ihn heute nicht dabei haben im Siegerinterview, weil auf Platz 3, da fehlt schon ziemlich viel für den Arndt jetzt heute. Oh, jetzt wenn wir jetzt gerade zugeschaut haben, beim Patrick, wer das gesehen hat, ich weiß gar nicht, sind wir beim Patrick? Wir haben's jetzt haben wir gerade gesehen, dass er diese Bodenwelle einfach nicht so im Blick gehabt hat und da hat es dann sofort Richtung Leitplanke geschoben. Beziehungsweise ist das Auto Richtung Leitplanke gesprungen, weil ja klar, wenn die Räder keinen Kontakt mehr zum Boden haben, dann ist man nur noch Passagier. Oh, hier. Ja, also der Lauf beim Patrick sehr, sehr fehlerbehaftet. Da wird sicherlich keine zufriedenstellende Zeit zustande kommen. Deine Bestzeit war eine 5,53. Ich glaube schon, dass er da eigentlich auch mehr kann. Oh, Arndt Oberath macht den gleichen Fehler wie Sebastian Deck. Einmal im Kreis. Jetzt steht er da unten. Ah, oh, okay. Und fährt da weiter. Ja, er versucht es also. Ja, wahrscheinlich ist es wirklich ein Problem mit dem Fahrzeug, dass ihm das auch absolut nicht zusagt. Also das kann ich mir wirklich gut vorstellen. Naja, wie gesagt, das nächste Auto wird ihm dann hoffentlich besser liegen. Ja, den Ginetta GT4-Fahrzeug. Auf jeden Fall ganz, ganz, ganz anders von der Charakteristik wie das, was wir jetzt die letzten zweimal hier bewegt haben. Mhm. Und so soll es ja, wie gesagt, bei uns auch sein. Also wir versuchen schon wirklich die komplette Bandbreite, die auch im realen Bergrennsport ja so stattfindet, auch abzubilden. Also auch im Real geht vom
was in Deutschland immer noch gang und gäbe ist, zum Beispiel vom NSU-TT, also im Prinzip ja ein Oldtimer, wenn man das so möchte, aber wirklich noch aktuell als Rennauto eingesetzt wird, bis eben auf zu solchen Autos wie der Osella oder wie ein Reynard oder so ein Zytec, Norma und wie sie alle heißen. Ja, das sind dann wirklich reinrassige Formelfahrzeuge, die auch wirklich für den Berg mittlerweile so gebaut und konzipiert werden. So, jetzt ist der Patrick im Ziel. Ja, hat er fast die Zeit ausgeschöpft. 3 Sekunden war er nur schneller. Ja, du hast es ja schon angesprochen. Die Autos werden ja teilweise sogar wirklich nur dafür so gebaut, aber du hast halt auch besondere Ansprüche an diese Autos, gerade bei solchen Strecken, den Geschwindigkeiten, den Kurven, Bodenwellen etc. pp. Genau, also die sind schon wirklich dafür konzipiert und natürlich auch nur dafür dann abgestimmt. Man kann es ein bisschen mit einer Rallye vergleichen, ist ja auch eine AB-Prüfung. Und ich sage jetzt mal, wenn man eine reine Asphalt-Rallye fährt, dann ist das Auto natürlich schon auch mehr, ich sage jetzt mal, mehr Richtung Rundstrecke abgestimmt, wie jetzt zum Beispiel auf einer Schotter-Rallye, ist klar. Und noch viel extremer ist halt am Berg. Es gibt hier auch eigene Reifen. Also Spezialist dafür Berg ist zum Beispiel Avon, die wirklich eigene Reifen nur für den Bergrennsport entwickelt hat. Klar, also ich sage mal, Top-Teams können sich das dann natürlich wie in anderen Motorsportarten auch natürlich leisten. Das heißt, ein Top-Fahrer wie ein Fagioli, der fährt natürlich in jedem Lauf neue Reifen. Ja? Und diese Reifen sind wirklich so gebaut, dass die nach wahrscheinlich 20 Kilometer weg sind. Ja, so weich sind die Dinger. Also schon, es geht schon auch ins Extreme am Berg. Also nicht nur was den Nagel im Helm betrifft, vom Gas geben, sondern auch von der Technik, ganz klar, ja. Wieder Fehler. Also, ich weiß nicht. Ich boah, das ist echt also schon sehr, sehr traurig anzusehen bei Arndt Oberath. Also das sieht man jetzt aber eher nach fehlender Streckenkenntnis aus, muss ich sagen. Weil gerade in diesem Eck, also man weiß das eigentlich, das ist ein ganz typisches Eck. Also nach der Unfallstelle weiß man eigentlich, die nächste links ist eine Enge. Also ja, aber diesen Fehler haben wir, oder habe ich, weiß nicht, ob du das auch mitbekommen hast, bei Sebastian Deck auch gesehen. Im letzten oder vorletzten Lauf ist es gewesen. Ja, vielleicht, wie gesagt, anders falsch eingeschätzt oder nicht genau gewusst, an welchem Eck bin ich denn jetzt? Weiß man nicht. Oh, hier nochmal nimmt er den Rasen mit zur Hilfe, auch nicht ideal. Ja, alles andere als gut bei ihm. Aber vielleicht wirklich halt auch der Punkt, halt Streckenkenntnis, die da fehlt, weil er halt ja nicht die nötige Zeit gehabt hat, um halt zu trainieren und trotzdem sich sagt, ich fahre mit. Beim letzten Mal hat er ja tatsächlich gesagt, dass ihm die Autos halt nicht zugesagt haben, diese Formelfahrzeuge. Jetzt auch hier gerade innen angeeckt an dieser Steinmauer. Ja, ich denke auch, das ist ein bisschen eine Mischung aus beiden. Das Auto wird ihm genauso wenig zu 100% liegen wie der vorige Formel. Ja, eine 615, naja. Da muss man, glaube ich, nicht wirklich viel dazu sagen. Aber trotzdem, ich finde es trotzdem toll, dass er mitfährt. Und das ist das, was auch die Meisterschaft bei uns so ausmacht. Es ist einfach, wie wir das auch vorhin hatten mit dieser Schikane, da fährt keiner dran vorbei. Auch wenn er weiß, dass es eigentlich jetzt gar nichts mehr ausmacht, er fährt die richtig. Ich muss auch da zum Beispiel nicht aufpassen, ob jetzt ein Fahrer am Start stehen bleibt, weil wir starten ja stehen beim Bergrennen. Ich weiß, dass das die Jungs machen. Das ist einfach, das gehört sich einfach so. Und das hat sich bei uns auch so eingebürgert und das finde ich auch klasse. Ja, das hat ja auch durchaus dann was Positives. Ja, zum einen hat man dann halt eine lockere Atmosphäre, wo auch, ja, oh, genau, Toni hat sich komplett vertan, glaube ich. Ja, der war schon sehr, sehr schnell unterwegs Richtung Leitplanke.
Ja, und wenn man jetzt bedenkt, dass der Arndt ja auch schon, ich weiß es gar nicht, müsste jetzt lügen, zwei oder. Also zwei sicherlich. Auch hier, au. Ei. Und da, ja, hebt es ihn einmal komplett aus. Hat er Glück, er fällt wieder in die richtige Richtung auf die Straße. Ja, und auch das jetzt hier, also okay, das Rad steht total schief, er kann nicht mehr. Aber wenn es irgendwie gegangen wäre, wäre der Toni jetzt einfach fertig gefahren, egal, Unfall oder nicht. Macht man einfach und gut ist. So, Toni kriegt also dann leider die Maxzeit, das heißt, wir haben auch den vierten Lauf beendet. So, und damit resetten wir zum letzten Mal den Server und jetzt geht's ins große Finale und vorlegen tut unser Sebastian. Also Sebastian Deck, der momentan führt auch und wie gesagt, er hat die besten Karten wieder mal. Er hat eine 32, eine 530 und eine 529, 596 als Zeiten stehen. Und das ist mal alles andere wie schlecht. Das heißt, im Prinzip kann er eigentlich jetzt relativ beruhigt seinen letzten Lauf in Angriff nehmen. Ja, also jetzt die letzte Möglichkeit nochmal, ja, ein Brett hinzulegen sozusagen. Ich bin gespannt, was Sebastian machen wird. Sebastian Deck hat ja noch die Möglichkeit, aber das Problem ist, und das haben wir gerade schon gesagt, er muss halt vorlegen, ja, und kann nicht reagieren. Das heißt, er muss auf jeden Fall 110% geben. Nee, jetzt in dem Fall muss er es eigentlich nicht, weil der Thomas hat leider einen Lauf ein bisschen zu viel versemmelt. Der ist momentan 4 Sekunden hinten dran. Das heißt, der müsste, also wenn wir jetzt davon ausgehen, wir fahren jetzt wieder 30er Zeiten, dann müsste der Thomas jetzt eine 26 fahren. Nicht, dass ich es ihm nicht gönne. Kleiner Rutscher wieder drin. Aber ich glaube schon, dass die 29er, die uns gezeigt haben, ziemlich am Limit sind. Ja, vielleicht geht noch die eine oder andere Sekündchen, aber ich glaube nicht 4 Sekunden. Das kann ich mir jetzt nicht vorstellen. Aber vielleicht lassen wir uns da auch überraschen. Ja, also oh hier. Also der Lauf natürlich auch wieder schnell, aber ob das unter 30 wird, wage ich jetzt mal zu bezweifeln. Ja, das werden wir sehen. Also kleine Fehler, die direkt mal hier und da so ein bisschen Zeit gekostet haben. Aber so ist das eben. Also Kleinigkeiten können hier wirklich große Auswirkungen haben. Ja, die Geschwindigkeit macht es eben aus. Ist klar, wie gesagt, wir reden hier von Spitzen von fast 270. Und mit 270 auf Gras zu kommen oder auch mal eine Leitplanke zu berühren, ist halt jo, eine andere Hausnummer, wie wenn ich da mit 80 entlang schrammel mal. So, Thomas Schacht auch unterwegs, gerade gestartet. Ich würde mal sagen, wir behalten ihn mal im Auge, weil er muss halt wirklich jetzt eine 100%ige hinlegen auch. Ja, Thomas muss jetzt abliefern, ganz klar. Also da gibt's nichts. Sebastian hat im Prinzip nichts zu verlieren. Aber beim Thomas ist muss. Ja, der ist definitiv im Zugzwang, klar. Sebastian ist auch ein bisschen unter Druck, weil er ja vielleicht, je nachdem was Thomas für eine Zeit fährt, überholt werden kann. Aber nicht ganz so viel Druck, wie es halt bei Thomas ist. Weil der halt eben eine komplette Zeit einmal mitnehmen musste, also die Maximalzeit. Dementsprechend da der Druck nochmal etwas höher. Genau, war eine Maxzeit und wie gesagt auch beim ersten Lauf, wo er gleich einen kleinen Fehler drin hatte mit einer 5,41, ist natürlich dann auf dem Niveau, das tut schon weh. 10 Sekunden. Fehler bei Thomas beim Rausbeschleunigen, das Auto quer gegangen. Konnte aber noch ganz gut retten. Wird aber sicherlich auch wichtige Zehntel gekostet haben. Und
So, jetzt hier bloß nicht die Ehrenrunde drehen. Das haben wir heute schon zweimal gesehen, ja, oben angekommen und wieder nach unten gefahren. Aber das hat er geschafft. Ich beobachte mal weiter den Sebastian, der ist jetzt gerade an der zweiten Schikane vorbei. Also bis jetzt, bis auf den kleinen Fehler am Anfang, habe ich jetzt nichts mehr gesehen. Ja, wird auf jeden Fall schwierig für Thomas, da am Sebastian dann vorbeizuziehen im Endeffekt. Ja, sehr schwierig. Also wie schon gesagt, also er müsste jetzt überschlagsmäßig wirklich eine 26er Zeit fahren. Wie gesagt, ich gebe keine Prognosen mehr ab, ich traue denen mittlerweile alles zu, aber leicht wird es definitiv nicht, ja. Ja, wichtig ist halt, was am Ende steht. Deswegen, man kann so viel spekulieren, wie man will, aber ja, die Zeit, das ist halt das, was entscheidend ist. Ja, so, der Sebastian ist jetzt oben in der Ortschaft, in Terminillo. Das heißt, er nähert sich mit Riesenschritten dem Ziel. Wie gesagt, ja. bis auf den kleinen Fehler am Anfang konnte ich jetzt nichts mehr sehen. Das heißt, auch das wird sicherlich wieder eine ganz, ganz schnelle Zeit. So, letzte Kurve. 5,29. Also 8. Das ist wirklich nicht schlecht. Ja. Ja, mal und gespannt. Damit ist wohl der Drops gelutscht. Da müsste, glaube ich, der Thomas schon eine Abkürzung finden. Aber trotzdem drücke ich ihm jetzt wirklich die Daumen, dass er jetzt nochmal eine Top-Zeit hochbringt, weil auch wenn man sich dann nichts dafür kaufen kann, aber dann ist es wirklich sehr knapp geworden um Platz 1 und 2 und das ist ja auch wichtig für den Fahrer vom Gefühl her einfach, dass er weiß, okay, da habe ich den Fehler, habe ich selber gemacht, wenn ich den Lauf auch noch so aufgebracht hätte, wie ich es eigentlich kann, hätte ich gewinnen können. Also wichtig für Selbstvertrauen und dann hoffentlich für die nächsten Läufe. Ja, und auch wenn es jetzt nicht ganz so eng werden sollte, war es trotzdem extrem spannend, ja, weil es hat sich halt quasi nur dadurch entschieden, durch diese Maximalzeit, die Thomas da halt mitnehmen musste, nach seinem heftigen Abflug. Wenn das nicht gewesen wäre, wäre das sicherlich noch spannender geworden. Er war wirklich da in diesem Lauf unglaublich schnell unterwegs, bis zu dem Punkt des Fehlers. Aber daran sieht man dann halt auch, dass er wirklich am Limit gefahren ist. Und ja, diesen einen Moment halt über das Limit hinausgeschossen ist. Ja, wie gesagt, auch die Zeiten, ganz klar, ich habe es vorhin gesagt, also die Bestzeit ist der Sebastian gefahren, aber die war mal einen ganzen Hundertstel schneller, wie das, was der Thomas gefahren ist. Und wie gesagt, das nach 50 Kilometern auf dieser Strecke, irre. Also die geben sie da wirklich nichts und beide definitiv hätte auch heute der Thomas gewinnen können, was Zeiten angeht. Oder war zumindest was die Einzelzeiten anbelangt, ja. In der Addition sieht es halt dann leider anders aus. Aber trotzdem, also wie gesagt, ich habe den Fehler nicht gesehen, ich habe nur gehört, wie du kommentiert hast. Also aber oben raus, seit ich jetzt zuschaue, hat er keinen gemacht. Das heißt, ich denke mal, das wird auf jeden Fall nochmal eine sehr ordentliche Zeit, die der Thomas hier im letzten Lauf hinlegt und damit einfach auch bestätigt, dass er um den Sieg mitkämpfen könnte. Also eine 33,429 und das dann mit Fehler. Ja, sehr gut. Ja, auch da eine schnelle, aber keine ideale Zeit in dem Sinne. Kleine Fehler wieder drin gewesen und dadurch hat es sich dann entschieden. Also Sebastian Deck gewinnt. Das kann man ja schon sagen, also da gibt es nichts mehr zu rütteln. Oh, Fehler bei Danny Hein, eingeschlagen in die Leitplanke. Ja, also Sebastian Deck gewinnt diesen Lauf. Hat es einfach insgesamt dann, wenn du so, also es hört sich natürlich makaber an, aber er hat es dann besser gemacht am Ende.
Ja, ist so. Er hat einfach mehr dieser Top-Zeiten hochgebracht wie der Thomas. Also in der Lage war der Thomas genauso, aber er hat es halt einfach nur einmal geschafft und Sebastian hat es halt mal wieder dreimal geschafft. Ja, schauen wir mal, wie schaut es dahinter aus. Also Thomas ist auch unangefochten Zweiter. Dann Toni, ich denke mal, auch dem sein Podestplatz wird ihm keiner mehr nehmen können. Und ich sehe auch momentan, auch wenn es die Spannung ein bisschen rausnimmt, jetzt kein enges Duell mehr, auch nicht um die hinteren Plätze. Das heißt, wir genießen jetzt einfach nur die letzten Fahrten, die wir hier sehen. Danny liegt momentan auf dem vierten Platz. Schau ich mal, was hat er denn? 49er Zeit, eine 44er Zeit. Na, das ist einfach zu weit weg, weil der Toni hat eine 41, eine 42. Ja, kommt er nicht mehr hin. Ja, so ist das eben. Ja. Ab einem Punkt ist es dann auch entschieden, gerade wenn man dann hier und da einen Fehler drin hat, aber nichtsdestotrotz fahren dann alle brav bis zum Ende. Ja, das macht ja auch Spaß, das Fahren, muss man ja dazu sagen. Das glaube ich auf jeden Fall. Daddy hat es jetzt gleich hinter sich gebracht. Noch ein paar Meter, dann war es das für ihn. Ja, und auch gleich macht sich dann der Letzte auf den Weg. Das ist dann der Toni. Eine 5,52,1,26 bei Danny Hein. Der auch gleich mal den Server verlässt. Wahrscheinlich springt er jetzt sofort ins Eisfass oder so. Ja, das bei den Temperaturen wahrscheinlich nicht die schlechteste Alternative. Heftiger Fehler bei Patrick Schwanz. Der fährt da gerade steil den Berg rauf. Kann aber wohl weiterfahren. Oder ist das Auto stark beschädigt? Ich glaube, ja. Das sieht nicht so gut aus. Ja, ich glaube auch dort. Oder ist er gerade nur hängen geblieben? Das werden wir jetzt gleich sehen. Vielleicht aber doch eine größere Beschädigung. Er scheint weiterfahren zu können. Wobei das sehr, sehr holprig jetzt aussieht nach seinem kleinen Unfall, den er da hatte. Ja, kann sein, dass da die Radaufhängung schon ein bisschen in Mitleidenschaft gezogen worden ist und dann ist die Kiste einfach krumm. Lässt sich nicht mehr so ideal steuern. Nee, das sieht nicht so gut aus. Aber ich denke, Patrick will trotzdem fertig fahren. Ja, man sieht es ja also hier, also der kann das Ding fast nicht mehr auf der Straße halten. Vielleicht auch eher was in Richtung Aerodynamik. Weil er kommt halt wirklich die Ecken nicht so gut rum. Oh, da auch wieder eingeschlagen. Ja, da wird was an der Aerodynamik kaputt sein, denke ich eher. Dass er da halt nicht mehr um die Kurven kommt. Beziehungsweise nicht mehr so, wie er das natürlich gerne hätte. Sagen wir das mal so. Der wird auch das Lenkrad wahrscheinlich nicht mehr gerade stehen. Also ich denke schon, dass an der Aufhängung irgendwas ist. Aber er versucht's. Da zählt der olympische Gedanke. Ja. Gucken wir mal bei Arndt Oberath rein. Der bestimmt froh ist, wenn die Autos hinter sich gelassen hat. Oh, ja, ich sehe es nur, dass Danny Hein wieder in der Box steht. Gerade wo ich halt wegschalte, passiert's. Aber gut, ja, so ist das manchmal. Ja, dann quasi ein unglückliches Händchen bei mir gewesen. Ja, der jetzt Lauf ist von Patrick eh zu vergessen, aber wie gesagt, er versucht halt krampfhaft irgendwie das Ding jetzt neu ins Ziel zu bringen. Und ob er das jetzt dann unterhalb der Max-Zeit schafft, ist dann auch noch die nächste Frage, weil er hat jetzt wirklich fast jede Leitplanke mitgenommen. Auch ja, jetzt das wieder. Sieht jetzt auch wirklich überhaupt nicht mehr gesund aus, was da passiert. Da ist jetzt halt wirklich nur noch der Wille anzukommen. Es ist ja auch nicht mehr weit, also genau, er kann es noch schaffen. Er kann es noch schaffen. Ja, leider hat er es geschafft.
Aber also das Auto, das geht wirklich nicht mehr so wirklich um die Kurven. Nee. Da sieht man das halt auch sehr, sehr gut, dass da einiges kaputt gegangen ist auf Ich dem glaube, Weg nach oben. das geht nicht mal mehr richtig geradeaus, so wie es ausschaut. Jawohl, so, er hat es geschafft. Ja, lassen wir die Max-Zeit stehen mit 6,40. Aber er ist nur knapp über der Max-Zeit Ja, gewesen. Also, eine Hut ab Sekunde. auf jeden Fall, dass er mit so einem Auto da so oben angekommen ist. So, dann schauen wir auf die letzte Fahrt vom Abend. Mal zur Orientierung, wo sind wir denn? In der Kehre. Das heißt, wir kommen jetzt in Richtung der zweiten Schikane. Nach dieser links. So, jetzt schauen wir mal, ob es besser macht. Also die rechts ist normal der dritte Gang, dann muss ich bremsen und einen Gang runter. Für diese links. Ja, wieder. Ja. Ja, das scheint so seine Lieblingsecke zu sein. So wirkt das ein bisschen. Er hat da jetzt, glaube ich, bei fast jedem Lauf mitgenommen, diese Linkskurve und dann raus in diesen Schotter und ab in die Leitplanke. Ja, Leitplanke, glaube ich, hatte diesmal knapp vermieden, aber im Dreck war er auch wieder, ja. Ja, und dann hat er das aber gleich hinter sich. Also der wird sicherlich froh sein, auch diese Fahrzeuge erstmal los zu sein. Ja, und der nächste Lauf dann zur Bergmeisterschaft. Vielleicht auch wieder heimische Gefilde. Vielleicht fühlt es sich da auch dann wohler. Jetzt waren wir dann doch im Süden Europas unterwegs, in Portugal und in Italien. Und jetzt geht es mal beim nächsten Mal in den hohen Norden, das nördlichste Bergrennen Deutschlands, in Osnabrück. Auch wieder eine dann typisch deutsche Rennstrecke, deutsche Bergrennstrecke mit, ich weiß gerade, was sie hat. Knapp 2 Kilometer oder 2,1 oder so, also wieder richtig kurz knackig. Was ganz was anderes, wie wir jetzt heute gesehen haben. So, was hat er? 5,55, 6,87. Ja, und der letzte im Bunde, der jetzt noch oben ankommen muss, das ist der Toni. Da bin ich jetzt mal gespannt. Aber du sagtest ja schon, so wie das aussieht, ist das für ihn auch das Podest. Genau, da sind wir jetzt eigentlich durch. Der Toni ist definitiv auf Platz 3 und nachdem er ja der letzte Fahrer ist, kann ihm das auch keiner mehr nehmen. Ja, also beobachten wir ihn hier quasi eigentlich nur noch, wie er oben ankommt und dann direkt aufs Podium hüpft, aus dem Auto raus und auf Platz 3. Ja, ich denke auch er will sich vielleicht noch mal verbessern. Das hat er jetzt auch fast, also bis auf das, dass er im letzten Lauf die Max-Zeit gekriegt hat, nach dem Unfall, in jedem Lauf auch geschafft. Er hat begonnen mit einer 46, dann eine 42, dann eine 41. Und ich denke mal, sein persönliches Ziel wird es vielleicht sein, die 40 zu knacken. Also eine 3 davor stehen zu haben. Und durchaus denkbar. Ja, nur dann muss man auch auf jeden Fall oben ankommen. Noch kann einiges passieren. Also da gibt es ja noch die ein oder andere gefährliche Ecke, die er Im zu Prinzip bewältigen hat. jede. Ja, jetzt nicht mehr. Jetzt ist er gleich wirklich da. Okay, da war ich doch ein. Wisst ihr, Ja, das doch, ist da das, ich kommen war? schon noch. Der kommt schon noch. Also, so im Prinzip ist hier wirklich jedes Eck gefährlich, ja. Also, jetzt kommt dann noch eine ziemlich enge Links, wo diese Links zum Beispiel ist, die macht ziemlich zu. So, auch hier kommt jetzt noch eine Bodenwelle in dieser schnellen Links. Und auch in dieser rechts habe ich das Auto schon abgelegt. Also so ist es auch nicht. So, Ziel in Sichtweite habe ich das Ding auch schon Ja, weggeschmissen. das ist dann Okay. wahrscheinlich besonders bitter. So, also leider ist keine 30er Zeit geworden. Ne, 5,48 am Schluss. Ja, aber wie gesagt, reicht für den dritten Platz. Ja, vielleicht wäre schön, dass wir noch kurz Siegerinterview machen, dann würde ich die ersten drei einfach mal hochschieben.
Das können wir gerne wieder so machen. Okay, dann bin ich gleich wieder da. User left your channel. Ja. Da haben wir das also. Ja, diesmal ein bisschen mehr Arbeit für die Fahrer gewesen. Und in Kombination mit der Hitze sicherlich nicht einfach. Aber das ist ja dann ein bisschen so zu vergleichen, als würde man über die Nordschleife fahren. Jetzt gleich kommen die Jungs dann hoch. Ja, dann geht es an das Interview. Und wie gesagt, wenn ihr Interesse habt, hier einfach mal mitzufahren, dann User geht was auf moved to die your channel. Seite, geht ja foryou.de und dann User was links moved to findet your ihr den channel. Abschnitt mit den Bergrennen und da könnt ihr euch einfach eintragen und beim nächsten Lauf mitmachen. Aber jetzt dürfen wir nicht vergessen, jetzt ist nämlich eine kleine Pause dazwischen. Ich meine, es geht dann erst am 12.8. weiter. Ich schaue das aber gerade noch mal eben nach. Ach so, September sogar, Sitter. Aber wie gesagt, es wird ein Event geben. Lasst euch überraschen, wo im Prinzip jeder in einem bestimmten Zeitraum fahren kann, wie er will, wann er will, wann er Zeit hat und dann einfach seine Zeiten postet. Im Prinzip so werden wir die Sommerpause überbrücken. Also wer dann Bergrennen fahren will, der kann das gerne tun. Die Meisterschaft geht dann weiter am 10. September, wie gesagt, in Deutschland, in Osnabrück. Mit der Ginetta GT4. Ja, jetzt erstmal Gratulation ans Podium. Unsere drei Erstplatzierten sind hier in unserem Studio. Fangen wir hinten an. Toni, Gratulation. Platz 3. Erwartet oder überrascht? Warst du zufrieden? Also ich war zufrieden. Also mehr war nicht drin. Zweiter war nicht drin. Der hat super Zeiten gefahren, schon im Training. Absolut okay, Dritter. Okay, dann zum Zweitplatzierten, der Thomas. Thomas zufrieden oder war dann doch, der Wille war sicherlich da, den Sebastian jetzt mal vom Ton ein bisschen zu stoßen, hat nicht ganz funktioniert. Zeiten waren top, aber eben nicht konstant genug. Ja, hatte leider einen kleinen Abflug ins Nirvana, aber ja, ich bin schon zufrieden auf jeden Fall. Also die Strecke macht Laune, das Auto ist so geil. Also weiß ich nicht. Ich hatte erst Bedenken mit der Karre, aber wo ich das erste Mal auf dem Server war, da hochgefahren. Ich denke, boah, wie Kart fahren, das ist irre, ehrlich. Ja, und die Strecke, die macht auch unheimlich Laune. Also auf jeden Fall zufrieden mit Platz 2 und nicht unzufrieden. Also es überwiegt die Zufriedenheit, sage ich jetzt mal so. Ja, Ja, Sieg. also zum letzten Rennen war es ja eine kleine Steigerung. Ja, definitiv. Ja, genau. Du hast aber im Training ja schon gesagt, du hast diesmal mehr trainiert. Ja, zahlt sich natürlich aus, ganz klar. Ja, dann gratuliere zum weiteren Sieg. Ist das, glaube ich, jetzt der vierte in Folge? Oder für 50 sogar schon, Sebastian? Ich weiß gar nicht, ich habe gar nicht mehr aufgepasst. War super, gratuliere. Und du hattest diesmal wirklich einen harten Gegner mit dem Thomas. Dankeschön und ja, das definitiv. Also es ist, glaube ich, jetzt der fünfte Sieg. Und ich habe ehrlich gesagt diesmal das, glaube ich, ein bisschen auf die leichte Schulter genommen und relativ wenig drin, weil ich aber auch letzte Woche viele verschiedene Veranstaltungen hatte. Und ich bin mal gefahren und hatte mir ein Setup gemacht und war damit eigentlich ganz zufrieden. Hatte aber, als ich dann heute auf den Server gekommen bin, erstmal große Augen gemacht. Was dann doch wohl gehen soll. Und da habe ich dann erstmal, oh, okay. Und bin aber einfach mal gefahren und hatte aber irgendwie, ich weiß nicht, hatte ich es gar nicht so krass in Erinnerung, aber ich hatte massives Problem mit Untersteuern und ich habe das einfach nicht wegbekommen. Und dann habe ich den Thomas mal gefragt und ja, Standard-Setup, hier klar, ein bisschen Luftdruck angepasst und so. Und ich Standard-Setup und sofort, da waren da direkt 5 Sekunden schon mal von meiner Zeit weg und dann habe ich gedacht, okay,
wie willst du dich jetzt in 15 Minuten noch an das andere Setup gewöhnen? Aber scheinbar hat es funktioniert und ich bin wahnsinnig zufrieden. Also ich hätte es nicht gedacht. Ich habe gedacht, das wird deutlich, deutlich enger, oder ich habe eher gedacht, dass es sogar gar nicht reicht, also dass der Thomas es diesmal macht. Hätte Okay, ich auch definitiv gegönnt, weil mit den Autos die lange Strecke, die ist mega geil, aber es ist auch schwer. Also da die Kurvenreihenfolge oben in den Bergen, wann kannst du schnell voll durchziehen und wann musst du halt wirklich runterbremsen und so durch die Ortschaften. Also es ist definitiv nicht ohne. ja, so soll es ja sein. Wir wollen euch ja ein bisschen fordern. Also, ja, schön, dass wir jetzt gesehen haben, dass es auch durchaus Herausforderer gibt. Und ich gönne es allen von euch, wenn ich ganz ehrlich bin. Ich fand es klasse, ihr habt eine super Vorstellung abgeliefert. Wie gesagt, es geht dann weiter in der Meisterschaft. Wer das jetzt vielleicht noch gesehen hat im Livestream, wer sich gerne anmelden möchte, bisschen Training hat, habt ihr jetzt Zeit. Wir starten dann durch ab 12. September und dann geht es wirklich durch bis zum Ende vom Jahr. Es stehen ja noch 2, 4, 6, 7 Läufe insgesamt an. Also wir haben schon noch ein bisschen was vor uns zu fahren. Ja, in diesem Sinne nochmal danke an euch. War ein super spannendes Rennen und war auch, glaube ich, ganz toll anzuschauen. Autos und Strecke haben gut zusammengepasst, finde ich. In dem Sinne, Dennis, verabschieden wir uns von unseren Zusehern. Ja, das machen wir. Also, du hast ja im Grunde schon alles gesagt. Ich bedanke mich auch nochmal fürs Zuschauen und ja, wünsche noch einen schönen Abend und dann sieht man sich erst nach der langen, langen Sommerpause wieder. Das soll es gewesen sein. Wir sind damit raus. Schönen Abend noch. Macht's gut. Bis dann.